So, das Curtis und das Cody. Nein, die sehen nicht gleich aus. Den habe ich aber noch nicht eingekleidet. Boah, dieser Übergang, hast du gesehen? Den hat Mad Junk gemacht. Die sehen nicht gleich aus. Guckt euch den Unterschied mal an. Junge, der mit dem scheiß Bauarbeiter hin, ne? Daisy, wenn er mehr Penix geht in GTA, dann wächst noch Daisy später noch. Cody hat aber rote Haare, das ist eine Lüge. Die sind nicht identisch. Die hätten viel breiteres Kinn und so. Ich habe extra darauf geachtet. Weil Cody Bourbon damals sah genauso aus wie Kurt. Das ist auch gleich Frisur, Alter. Der Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Oh, Dexus ist jetzt live. Toll. Schön für dich, Dexus. Cody sieht aus wie Flair. Ich sehe jetzt keine Karotte da. Wo siehst du deine Karotte? Außerdem hab Flizzy Drip, Junge. Hallo? Warum seid ihr schon wieder alle im Telefonieren, im Peiner? Ich habe Durst. Hat einer was zu trinken? Pow, pow, pow. Oh, jetzt so. Was geht, Party People? Wie geht? Like, wie geht's? Oh, wie geht's? Was mit deinen Haaren? Ich hab Trinken. Was mit meinen Haaren? Dein Schnutz. Ey, du Wichser. Hubscherhaare. Hubsch, hubsch. Was gilt? Ja, nicht viel. Was lachst du? Welcher ist denn heute? Der 14. Wer ist denn 555-33-143-603-567-170? Weiß nicht, soll ich anrufen? Warum habe ich mich selber angerufen? Ach nee, das ist der von den Bowlers, ne? Überleg, ob ich mal meine Badehose wechsle. Ich hab die jetzt bestimmt schon seit einer Woche an. Ist nicht schlimm. Wenn du das sagst. Einfach vorne ins Wasser legen im Boden. Who is that? Wir sind schon hübsch, ne? Echt ehrlich, Bademeister. Wer ist ein Bademeister? Was quatschst du? Hä? Das ist doch Leo. Nein. Du bist doch nicht Bademeister, du bist Goofy. Hast du Identifikationsstörung? Das ist ja, der Bademeister. Nein, das ist Leo. Okay, wenn du das sagst. Das ist Leo, der Profi. Oder Bademeister? Oh, ach, wie du. Ja. Sag ich doch. Du Wichser. Heute Pipsmoke. Was? Heute Pipsmoke. Was? Ach so. Pipsmoke heißt er. Pipsmoke. Ja. Ich bin Little Pips. Ja. Ich bin Young Dagger Dick. Du bist XXX Tenta Pips. Oh, das ist ein guter Name. Oder Pips Amuru Shakur. Oder The Notorious PIPZ. Das Label auf. Du Hurensohn. Ich muss kurz zur Bahn und mir ein Ticket holen. Das ist einfach so aus mir rausgekommen. Oh oh. Ich brauche einen neuen. Ich gehe kurz zum Friseur. Ja. Ja. Welches Auto nehme ich denn? Ich habe zwar eine Badehose, bin aber trotzdem reich. Boah, wem gehört denn der rote Sultan? Mahlzeit. Wie siehst du denn aus, Junge? Ja, okay, sorry, war das. Was ist denn das für eine Frisur? Es tut mir leid. Hat das Goofy schon gesagt. Dummer Peiner.
zufrieden. Jetzt bin ich wieder im Colorway gematcht. Oh, da kommt Mela. Wo warst du? Ja, ich war kurz beim Friseur. Was hast du beim Friseur gemacht? Mein Anti-Pickel kam nachgefragt, ob die angekommen ist. Und? Ja, hast du. Wir haben den gleichen Helm. Oh, cool. Kann ich aus deiner Dose trinken? Also, kann ich trinken von deinem Mut? Ja. Was ist denn da drin, ne? Also rechts hast du einmal Vanille-Milchshake und links hast du den harten Stoff. Was denn? Papi-Sonne. Monsteralarm? Ja, und das alles zusammen schmeckt echt gut. Ja, schmeckt wie Schwanz. Ja. Ich will nicht trinken. Ich hab grad Cola getrunken. Wann gehen wir zum Strand? Wenn mein Anti-Pickel kämen wir. Hast du dich abgeschminkt? Ja. Warum? Und neu geschminkt. Wo denn? An meinen Augen. Aber dann ist mir aufgefallen, sieht man gar nicht. Lol. Und mit deiner Stimme ist was anders, ne? Ja, ich bin ein bisschen krank. Zieh mal deinen Brille ab. Okay. Bist du jetzt Tokyo Hotel? kommen Sie. Wo sind wir noch? Mila ist ein Zombie. Oh oh. Gar nicht wahr. Geil, wieder im Kreis stehen. Ja. Ja. Wir müssen vor Wahrstelle. Warum? Warum? Mein Centauro fehlt. Muss ein paar andere Autos. Juckt mich nicht. Das war gemein. Tut Danjo wieder so, als hätte telefonieren? Ja. Hi. Griffi, fahr uns zur Verwahrstelle. Komm mit. Dass die Zombie-Bitch hier stehen, weil die voll gemein ist. Ich glaube, ich gehe mich umziehen. Das ist halt einfach gemein, zu sagen, ich wäre gemein. Ich glaube, ich gehe mich umziehen. Was? Ich glaube, ich gehe mich umziehen. Was ziehen wir an? Willst du auch umziehen? Nee. Warum fragst du denn, was sie anziehen? Weiß nicht, ich denke einfach. Top sieht ja aus. Uns beide, weißt du? Halt die Schnauze! Kommst du mit, Mila? Ja, ich komm mit. Ich kann. Komm die mit? Ja, komm, wir gehen mit. Nö. Wir ziehen uns alle um, perfekt. Wir tragen gar keinen Bock. Oha. Ich sitz schon im Kofferraum, kein Ding. Kommst du nicht mit, John? Nö, ich bräun mich jetzt. Oh, aua. Ich habe einen neuen Klamottenladen entdeckt. Ja, komm. Gibt's da neue Klamotten? Nö. Bist du krank? Ja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Oh, deine Stimme weg. Mila, bin ich wieder 3 Jahre jetzt, ne? Schnell. Ich brauch was zu meinem Helm passt. Passt das? Mila? Das passt doch. Kannst du nicht reden? Entschuldigung, ich hab nicht gehört. Pardon. Oh, aber ich fand die eine Hose gerade ganz schick. Ja, die sieht doch cool aus und nicht. Die sieht auch hübsch aus, ja. Dann brauch ich noch eine Jacke. Ja.
Irgendwas Cooles. Irgendwie so neun fancy shit. Boah, du bist richtig Trendsetter, ne? Mhm. Seh das schon. Ich hab das früher schon erkannt, als ich dich getroffen hab. Deshalb findest du mich auch geil. Beim Bahnhof bei den Pennern. Ja. Was für Penner? Na, mit denen du Bild hast, so. Getrunken. Kippen vom Boden aufgehoben und weiter geraucht hast. Hab ich nicht. Ich hab's gesehen. Fick dich. Oh, 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 oh. Ist immer schwer, was zu finden. Ja, ja, oder? Ich kann meinen linken Daumen nicht mehr spüren. Warum? Ich hab gesagt, du sollst nicht dran nuckeln. Entschuldigung. Du Baby. Selber Baby. Arschloch. Ich bin ein erwachsener... Kind. Ein erwachsener V. Du bist kein Und V. Ich bin ein Respektsperson. Wo sind denn diese Bahnwesteln? Du meinst diese Müllwesten? Ja. Na, bei den Müllwesten. Ah, danke schön. Kein Problem. Das sieht cool aus, ne? Boah, das ist richtig fancy. Ja, fancy. Ja. Okay. Ich bin fertig. Ja, kein Schwein will auf Danju warten. Komm, Danju. Okay. Mach alles GmbH. Warum schlägt ihr mit Scheibe ein? Na, scheiß drauf. Aggressiv, dieser Junge. Hau ab, bitte. Ich hasse euch. Warum uns? Was ist denn hier los? Eine 5 gewürfelt, geil. Schlecht. Achte, mein Freund. Ein 4. Ui. Gerade Zahlen sind der Shit. Gerade Zahlen scheiße. Ja, huste mich an. Boah, ey, nimm doch Abstand. Nimm du doch Abstand. Ich sitze hier als Erste. Aber ich habe das zuvor vor dir gesehen. Ich habe zuerst gesehen. Nö. Ich habe schon direkt, wo, wenn wir so auf dem Hof waren, dann schaue ich immer direkt schon hierher, auch wenn wir noch gar nicht, auch wenn das noch nicht zu sehen ist. Dann küss doch die Bank, küss die doch. Boah, ey. Da platzt mir gleich der Kragen. Ich mag dich nicht. Warum? Ich weiß nicht. Guck mich an. Guck. Ui. So hab ich dich damals im Disco angetanzt. Ja, geile Sache. Auf dem Mädchenklo. Aber ich hab mich verlaufen. Ich musste Pipi. Ja. Du hast mich an die Hand genommen, bist mit mir aufs Männerklo gegangen. Ja. Dann hast du dich verlaufen. Ja,
das war gut. Und dann wussten wir beide nicht mehr, wo wir sind. Zum Glück hatte dieser Scholl dir sein Töpfchen dabei. Machen wir heute? Was? Machen wir heute? Ein Kreis stehen, was sonst? Oh, geil. Mich hat kein angerufen. Ich liebe Kreise. Oh, vielleicht hat mich jemand angerufen. Ich habe keine Freunde, aber manchmal werde ich angerufen von Leuten, die Geld haben wollen. Wer will Geld? Body, scheiße. Ich schulde dem bestimmt Geld. Wie viel? Ich rufe besser nicht zurück. Weiß nicht. Ach, komm auf. Fang du an. Womit? Weiß nicht. Womit soll ich aufhören? Komm, wir spielen ein Spiel. Okay. Ich fange einen Satz an und du beendest den. Okay. Hey, 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 hey. Hey, Mila, du hast doch ein Motorrad, ne? Das ist richtig. Hakucho? Hakucho. Hat das coole Kennzeichen oder hat das nicht so coole Kennzeichen? Ja, das ist ein guter Fahrer. Aber es hat bestimmt kein Kennzeichen mit Junkie Park oder Junkie P drauf, oder? OG Toasty. Okay, weil Leute machen uns nach. Wer denn? Die haben Motorräder und Autos gekauft. Mit ein Motorrad heißt Junkie Park und ein Auto heißt Gib Gas und das andere heißt Abos. Und das haben die vor ein Haus gestellt und jetzt denken die Leute, dass wir das besetzen wollen. Obwohl wir das gar nicht waren. Die benutzen unseren Namen. Ja. Die benutzen unseren Namen und benutzen uns als Waffe. Unseren Standpunkt. Obwohl die gar nicht von uns sind. Ja, die benutzen uns. Die benutzen unsere Coolheit. Ich fühle mich benutzt. Oder? Ich fühle mich wie eine Schlampe. Wir klären das wie ein Junkie Park. Ein echter Junkie Park. Das original. Mann. Bitch. Wir verteilen Bretter. Ja. Ja, Mann. Ruf alle zusammen. Ja. Sofort. Wir finden die. Boah, jetzt telefoniert die Person. Und Panzerfuß. Aber vielleicht wollen wir noch ein bisschen Promo machen für uns, dass die Leute hier hinkommen. Egal, ich will mit denen reden. Boah, ich stehe genau. Ja. Ein ernstes Wett. Ich schmeiß meinen Schloppen. Ich weiß nur, vor welcher Bude die stehen, aber ich weiß nicht, von wem. Wo denn? Vor Büchse, der hat mich angerufen. Wo wohnt der? Im Weinboot. Wie, der stinkende Rocker wohnt im Weinboot? Ja, der hat da wohl eine Bude und da stehen jetzt Karren drauf mit Junkie Park. Und warum geht er sich nicht duschen? Ich bin überfragt. Mein Kopf macht psch. Bah. Ich will die trotzdem in ein anderes Universum slappen. Mit meinem Schlappen. Oder mit meinem Rückhand. Faust, Panzer. Gleich zieh ich mir die Hose aus. Oh nein. Boah, Mila, ne? Du musst Bauchnabel wieder zutapen dann, ne? Wenn die kommen. Warum? Ich dachte, ich dich Bauchnabel bumsen. Sollen die doch machen, ich hab keine Angst mehr. Ja, die ist schon abgehärtet, die hat da schon ganz harte Haut. Ja. Am Bauchnabel. Mit Kruste und Haaren? Dass sie sich verfangen? Ja. Boah, mit Widerhaken? Und wir haben Tic-Tacs angespitzt und die rangeklebt. Sieht aus wie kleine Zahn. Sollen die nur versuchen, sollen die kommen? Sollen die machen? Die machen eigentlich eine Promo für uns, die Leute kriegen wieder Angst. Angst vorm Junkie Park. Tag Zahn. Du wolltest doch zum Friseur. War ich doch. Was hast du gemacht? Ich hab um meine Haarkarte schneiden lassen. Du siehst aus wie ein Lulipop. Ja. Leck mich doch. Nee. Ja, hust uns an. Ins Gesicht. Ja, geil, oder? Darauf steht die doch. Ich sehe das an euren Nasenspitzen. Ihr Halunken. Ihr Halunken. Mila, ist gut drauf heute. Ja. Wie kommt's? Weiß nicht. Wir hatten gestern wieder romantischen Bauchnabel-Tanz. Ja. Das war geil. Raupen. Aber Gefühl ist kein Raupen. Haben wir noch Ärger? Irgendwo Ärger? Nein, das mit dem Bolus haben wir geklärt. Kein Ärger? Mm-mm. Ärger irgendwo? Keiner schimpft? Keiner schimpft. Einer muss doch schimpfen. Wieso schimpft denn keiner? Soll ich mir mein Gesicht zu tätowieren lassen? Das wird mir stehen, glaube ich. Boah, ich will auch ein neues Tattoo, ne? Dann geh doch. Küss den doch. Aber ich habe keinen Platz mehr für ein Tattoo. Doch. Wo? Für zwei kleine Punkte an deinem Pips. Der ist zu klein dafür. Alle unsere Freunde sind da irgendwo. Komm.
Wir machen einen großen Kreis. Ah, danke. Tag zusammen. Oh. Chat ist müde. Boah, Giffin, das hat mir gefehlt, deine täglichen wärmlichen Umarmung. Ja, na klar. Okay. Deshalb hab ich The One Western. Okay. The One Western? Ja, The One Western. Helfen wir nicht beim Umbau? Du musst das richtig. Was helfen wir nicht? Helfen wir hier beim Umbau eigentlich? Wegen Architekten? Ja. Keine Ahnung. Ich muss da wieder den Bulldozer holen. Und bei unserer anderen Immobilie helfen wir da? Nö. Okay. Du meinst bei unserem Hotel? Ja. Nö. Ja. Ist schon alles bezahlt, die Bauarbeiter und so, ne? Ich muss noch mal runter. Okay. Okay. Meine Freundin hat mich angerufen. Heute spät nachts. Ich weiß nicht, ob es da gut geht, ne? Wer spielt heute? Jules spielt heute. Bester. Gut. Weiß nicht, hat mich angerufen. Hä? Haben wir jetzt nur Ärger mit dem Bolas? Nö, die haben sich doch aufgelöst. Was? Wie, die haben sich aufgelöst? Max hat eine goldene Kugel, der hatte dran gerieben, hat gesagt, Auflösung. Wirklich? Ist eingetroffen. Ja, wir haben warum? Hexenspruch auf die gewirkt, Wudepuppen. Wir haben denen nur extra eine Waffe nur gegeben. Ja, aber das war Wudepuppenspur. Die Waffe, das war doppeltes Spiel von uns. Wir haben die Waffe verhext. Warte mal, diese 49 Bolas haben sich aufgelöst. Ja. Es sind jetzt nur noch die Ballers. Die Waffe haben wir verhext, da war böse Magie dran. Und du hast ich es denke mal, die Ballers haben die eine Waffe bekommen und haben dann gesagt, ihr geht bitte jetzt. Ne, ich hab Jay und Peely gegeben. Okay. Wo wohnen die jetzt? Oben in Sandy Shores? Weiß nicht, wann die wohnen. Palito. Wie, aber die haben sich doch vor kurzem erst zusammengetan. Und schon kriselt die Beziehung. Ja. Halbe Drips und United hier, ey. Da, ja, Mama? Ich würde mir auch dumm vorkommen, wenn einer ohne Hose um die Ecke rankommt. Mit Knarren. ich muss den Bagger holen. Ehre gekränkt. Was soll ich machen, wenn ich gerade aus der Dusche komme? Bagger. Zum Bagger? Bagger. Komm, wir fahren zu viert. Ne? Komm, wir fahren zu viert. Bagger. Ja. Ja. Hier. Ui. Kann ich mein Motorrad holen? Ist gut, so Mila mit der Sitz hinten oder soll ich ein Stück nach vorne rücken? Hab kurze Knie. Kannst du ein bisschen nach vorne? Okay, mach ich. Danke. War das jetzt der Sitz oder dein Knie? Das war mein Knie, aber für Mila mache ich alles. Meine Knie sind blau von gestern Abend noch mit TK. Wir haben Fliesen ausgelegt, ne? In unser Badezimmer drin. Ja. Ui, aua. Scheiße, jetzt guck mein Schwanz raus. Ich kann nicht so schnell auf Bremse treten, meine Füße zu knapp an Hilfe. Och, Mann. Guck mal, wer fährt da vorne? Stinkt. Hat gehupt, ne? Soll ich mir umbrettern? Ja. Nein, wir verteilen jetzt keine Bretter mehr. Wir verteilen jetzt Edeldielen. Ui. Mahagoni-Bretter. Schwester Kusch, die sind unten alles am Streichen. Die ganzen Haus hier. Ich hab keine Lust mehr auf Zeit Bretter. Ich will das jetzt mal verteilen. Ja. Geh auf. Mila, mach Zauberspruch. Amana Kedavra! 1, 2, 3, das Tor ist jetzt auf. Ui. Rinne! Geil. Warum wackelt das Auto so? Hallo, Mr. Medizinmeiner. Hola. Mach ich Plan. Hab ein großes Auto, ihr müsst da wegfahren. Hey, ich kann nicht nach hinten fahren. Das ist falsche Weg. Ich muss aus dem Tor raus. Danke.
Nö, ich krieg, wenn ich helfe, krieg ich Ärger, weil ich alles falsch mache. Weil ich bin Picasso. Nee, es gibt keinen Stress wegen dem Hotel, also gab's noch nicht. Man kann alles kaputt geben, ja. Smitty, danke schön für den Prime im 4. 719, beste Leben, danke für den Restart im 9. Nudel, danke für den Restart im 17. Und Tukulu. Und Nifzak, danke schön für den Restart im 16. Mozart würde ich jetzt schon fühlen. Ui! Ach, aber vorhin. Räum die Tür auf. Und der liebe Gerd, danke schön für den Restart im 12. Hallo, Da Vinci. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. So sieht Da Vincis Bett aus. Sein Lattenrost, wenn er wieder ein neues Video hochgeladen hat und sieht, wie viel der verdient hat damit. Ganze $30. Eule! Und Tinkpäckchen. Juri müsste am Hotel einfach eine Wiese hinmappen und sagen, den müssen wir mal in den neuen Park. Ja, ich bin gespannt, wenn das MP rauskommt, wer da die Dinger sind. Was eigentlich so gut wie unmöglich ist, außer über einen bestimmten Weg, das herauszufinden, wer die Besitzer von dem Hotel sind. Haben wir's geht ab? Willst du den Park schon wieder umbauen? Na klar. Okay. Da kommt jetzt eine Rutsche hin. Ui. So eine Tunnelrutsche oder eine normale? Eine Tunnelrutsche. Ui, aber keine Stromschläge, ne? Doch. Och, Mensch. Junkie Park Franchise wächst halt. Es gibt nur einen Weg im EP, das zu erfahren. Und dann bin ich gespannt, ob EP gemacht wird, ob geredet wird, geguckt wird. Oder ob es Stress gibt. Aber wir gehen ja nur auf Wehrlose, ne? Augenzwinkern. Aber... Keiner macht EP mit uns. Hat der Junkie Pack dem Kiez das Hotel geklaut? Ja, haben wir. Die haben irgendwie 2 Monate Zeit dafür gehabt, ihr Vorverkaufsrecht zu erneuern, was sie nicht getan haben, und dann haben wir uns das geholt. Was geht dabei, Sorax? Hallo, Evo. Oh, ein Wuff. Ja, sehr nicht willkommen. Boah, du, was machst denn du schon wieder hier? Wieso denn schon wieder? Ja, du warst letztens erst hier. Oh Gott, ja, ich gehe gleich wieder. Wo ist der Pein? Na, bist du mit einem anderen Typen unterwegs, ne? Mhm, ich petze dich.
Den Halbiganten bin ich. Marc, hast du meine Tipps gestern angenommen? Bist du cooler geworden? müssen wir noch sehen. Wieso hast du eine Leggings an? Geworden. Das ist kein Leggings, das ist eine Schlammanzughose. Das ist eine Leggings. Das ist eine Schlammanzughose. Leggings. Das ist kein Leggings. Das ist eine Leggings. Nö. Fühl mal, dieser Stoff. Meine. Nö, stimmt nicht. Natürlich. Nö. Was macht ihr schon mit dem Verbrecher? Herr Mali hat gesehen, dass hier Leute tanzen. Ich wollte hier hinfahren. Eran, du musst den Hund wegbringen, ansonsten gibt's hier wieder Parkverbot, bitte. Ich will nicht. Keiner packt den Hund an. Auto. Schließ die Tür ab. Ja, hier sind Hunde nicht gern gesehen. Scheiß asozialen Junkie Park. Aber ich mag Hunde. Ich beschütze Hunde mit meinem Leben. Ist das nicht vom Fische Fischle Hund? Was hat das denn? Das war ein Zaun aus der Mine von Moria. Oder wenn du deinen Kopf ins Aquarium steckst. Du bist Opains Fluch. Das war ein Zauberspruch. Was? Das ist aber nicht der Opain, ne? Nee. Das ist unser... Oh, das petzig. Das ist der Praktikant. Das petzig auch. Maxian, gib mal eine Nummer von dem, ich ruf den an. Was? Ich ruf den Opain an. Oh, ich muss los, Mama hat gerufen. Erin, bist du heute besser zugestimmt als gestern? Ja, natürlich. Okay. Immer gut, genau. Kann ich auch Praktikum machen bei euch? Du kannst doch sehen, ob Freunde von dir MPD sind oder nicht, ne? Mhm. Ist der Ali da? Das aber nicht. Ich bin nicht bei MPD. Was? Ich verstehe dich so schlecht. Du. Ja, du musst einfach... Du hast aber auch einen Bass, ne? Der ist viel zu stark. Ja. Du klingst wie so eine Anlage auf einem Konzert. Du murmelst in deinem Bart rein. Ich murmel in meinem Bart rein. Ja. Oh, wow. Wie kann man denn so ein Stimmchen oder haben? Oder ist der Ali seine Frau wegknallen? Oder ist er hier... macht der FBI-Sache? FIB-Sache? Ja. Ich hab Zahlendreher im Kopf heute drin. Vor allem Zahlen, das ist ein Buchstaben, du Idiot. Ach so. Einfach mal die FIB-Leitschaft. Boah, du gehst mir also heute. Her. Boah, du. Ey, was ist denn was mit Was ist denn mit deiner Stimme? Also heute ist echt schwierig. Ey, was ist denn mit euch? Mach doch direkt Beatbox. Jetzt geht's, aber manchmal hast du so... So ganz... Boah, da schallert ja mal den Helm rein. Wollt ihr Informationen? Nee. Was seid ihr denn für Ermittler? Kommt drauf an, für wer. Was für Informationen? Mila. Hallo. Das vom Opain, die Frau. Das von wem? Vom Opain. Oh, willkommen, Frau von Opain. Das ist meine Torte. Nein. Ihr Bauchname küsse ich immer. Ja. Oh Gott. Okay. Mhm. Hast du so ein Quietsche-Ende verschluckt? Ja. Du! Ja, wieso? Oder hast du ein Aquarium auf dem Kopf? Nee, hat sie nicht. Bist du sicher? Ich sehe nichts durch die Brille. Ich sehe. Und? Kein Aquarium. Kein Aquarium? Kein Aquarium. Vielleicht was anderes? Nein, don't touch me there. This is Manono Square. Manono Square. Was zum Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Hukenuhu! Boah, ich bin Bauchredner. Au! Du Papagei. Was war das? Man weiß nicht, Echo. Wie heißt der Vovo? Komm, mir lesen Vovo. Ja. Das ist Marley. Bob Marley? Nee, nur Marley. Oh, der macht sogar das Fenster runter. Ja, das ist ja ein ganz schlauer. Warum? Oh, okay. Ja, ich hab heute Leberwurstbrötchen gegessen. Das bleckte meine Hand ab. Guck mal, Mila, genauso ein Lüllefahren wie bei dir. Rumschleider mit da. Hör
und wegdammelt. Das ist ein Huschki, ne? Ja. Hier wurde schon mal ein Hund angeschossen. Wer schießt denn auf Hunde? So eine Bekloppt aus dem Park. Der heißt Jack. Oh, wow. Der Hundebock. Aber der ist dumm, der kann da nichts für. Und dann sind wir ausgezogen hier. Weil ja. Wir sind tierlieb. Ich habe auch nie meine Kopfläuse getötet. Das sind meine Freunde. Okay, Mila hat sogar eine Ameisenfarm. Da tun wir mal Wurfelzucker rein. Ja, lecker. Und Coca-Cola. Du meinst, es ist gut für die Ameisen? Ja. Die bringen das zu ihrer Königin. Zu der Pupa. Zu was? Zu der Pupa. Ah, ja, ja. Willst du unsere Legen? Hab ich mich erschrocken. Okay. Halle. Willst du unsere Lego-Kiste sehen? Nee, danke. Willst du bei uns Feier machen? Nein, danke. Wir haben noch und Platz. Wir haben voll das coole Bett. Und Mila hat einen Ponyhof. Vom P-Mobil. Zu Weihnachten bekommen. Und das Pony hat echtes Haar, indisches Echthaar. Und das macht sogar höher. Das habe ich dir zu Weihnachten geschenkt. Ja. Cool. Ich habe Klebeband bekommen. Hätte ich auch günstiger machen können. Was? Weil ich die anstellen können. Was? Das habe ich nicht verstanden. Was ist mit günstiger? Ja, du hättest es auch günstiger machen können und einfach selber auf alle Vieren gehen können. Das ist ein ganz schlechtes Pferd. Genau. Wir haben schon oft versucht, wurde schon oft geritten. Aber das hat nicht funktioniert, so wirklich. Ja. Der Buckel. Weil mein Pferdeschwanz ist so klein wie ein Buckel. Hat die gerade eine Tüte aufgemacht oder was war das? Ich weiß nicht. Mali macht auch Fenster hoch. Mali distanziert sich von so. Deshalb bin ich Wasserbüffel. Wegen einem Buckel. Ich glaube, wir fahren mal lieber. Okay. Wir haben noch sehr viel zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lego. Danke. Okay, tschüss. Viel Erfolg. Wir haben auch eine Sexschauke von Ikea. Oh Gott. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, wir haben eine normale Schaukel. Aber unmodifiziert. Auch von Ikea. Ja, Marley, wir fahren. Marley, tschüss, wir fahren. Marley. Ja, tschüss. Hade. Alle können uns leihen. Jeder mag uns. Wir sind doch gar nicht komisch. Ja, überhaupt nicht komisch. Wenn die wissen, dass wir beide mal in meinen Helm kotzen, aus Essen. Die sind einfach abgehauen. Besser so, die Ehren. Das ist irgendwie komisch. Ich petze die beim Opalen, ne? Ab und zu ist die nett, ab und zu ist die doof. Warum? Was hat's gemacht? Die war mit einem anderen Tupen. Das war der Stark, ne? Tony Stark? Wer ist denn das? Der Kickboxer. Ah. Mit Ironman-Anzug. Das reicht, ne? Ich hab nur Wollen. Also Mila, das reicht, ne? Wer ist reich? Tony Stark. Ich bin aber auch reich. Mila steht nicht auf Geld. Ich werde angerufen von meiner Freundin. Ja, ich stehe auf dem Boden. Ich bin auf dem Boden geblieben. Ja. Ich auch. Der Tatsachen. Ich auch. Und ich bin eine starke, eigenständige Frau. Nein, und auch. Und nicht abhängig von einem reichen Mann, weil Papa hat immer gesagt, lass dich nicht auf das Geld andere. Mach dein eigenes Geld und fütter deinen alten Herrn gut durch. Das ist die einzig wahre. So musst du dein Leben leben. Mila, klein Mila Schatzi, hat der gesagt immer. Mila, du musst den alten Herrn später, wenn der alt ist, immer durchfüttern. Ja. Und dann ist er verschwunden. Jetzt kann ich nicht mehr. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich noch mit meinem Geld machen soll. Darum tue ich das manchmal. Tue ich das manchmal in Gullis rein, damit
Vielleicht ist mein Papa auf See und dann kommt es zu ihm oder so. Ja. Pommes. Dann mit... Ja. Also... Beutlin! Ja! Auenland. Ich bin auf dem Boden geblieben. Ich auch. Ja. Und was hat dein Papa dir so gesagt? Und ihm meine Flasche Bier in den Tinkhalle. Okay. Und eine Marlboro. Eine Marlboro? Ja. Was das? Kippe. Ach ja, kaltes Geld und Papa mal eine Flasche Bier und am Kiosk. Tinkhalle. Du Buchsa. Mein Papa wollte auch mal, dass ich den Marlboro hol und ich so, oh. Malbüro, wir haben ein Malbüro und dann habe ich geguckt und nirgendwo war was, dann bin ich zu ihm gelaufen und habe gesagt, ich finde das nicht. Und er hat gesagt, das sind Kippen, Mila, du dummes Kind. Kippen, Zigaretten, Hure. Malbüro. Und ich so, aber malen wir jetzt nicht? Und er so, nein. Und dann hat er mich auf den Zimmer geschickt. Und dann, ja, also auf jeden Fall. Ja, mein Papa war ein toller Typ. Nicht heulen. Deine Brille ist wasserdicht, du hast gleich Aquarium in den Augen. Ja. Okay, geht schon wieder. Was machen wir heute? Sollen wir Fußnagel zählen? Fußnagel? Bei mir oder bei dir? Bei dir. Okay. Komm, wir messen wieder. Ja. Letzte Woche hast du 15 cm gehabt. Boah, du bist schon auf 20. Boah. Bald kannst du Brot schneiden. Und Zeit, Alter. Ja, kannst du mich damit kraulen am Rücken? Mit deinem Fußnagel? Caro. Geil. Pass auf, dass deine Hose nicht kaputt geht. Bleib hier. Komm, wir gehen im Kreis. Im Kreis stehen ist immer toll. Im Kreis stehen ist immer toll. Gibt es hier noch Platz für uns? Ja. Curtis, der Onkel Kobi ist gerade am Telefon. Ich soll dich grüßen. Was für ein Kobi? Ja, der Onkel Kobi. Weißt du, der mit der Karrierebahn? Ja. Der soll herkommen. Blaue Haar, komm mal kurz her. Der mit der PUBG-Jacke. Ach, der. Mit der Karrierebahn. Genau. Der im Gefängnis war, weil er seine Freunde beklaut hat. Genau. Ja, genau der. Der mit dem Kimolo, ne? Ja. Ja, genau das. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Ah, okay, gut. Der hat ganz viele Namen. Du bist ein Wikester, gut. Bis dann. Von Opa in die Faust oft hier, ne? Ich rufe den an. Was wollte die? Die wollte mich küssen und dann kam Mila. Oh, Mila, was hast du da gemacht? Oh, echt? Ich wusste es nicht, dann hätte ich noch gewartet. Ach so. Muss ich haben, Mila. Wie sieht's aus? Opein? Ach man, ja. Deine Frau war schon wild im Jungipark, ne? Ja und? Mit einem anderen Tuben? Ja, das ist Praktikant. Und mit dem Marley? Ja. Der heißt jetzt Low. Das ist mein Hund. Und die halt mit dem Tupen Händchen halten. Hat sie nicht. Hat die wohl. Hat sie nicht. Doch. Wenn du weiter so Blödsinn quatsch, kommst du in Ordnungshaft. 15 Minuten. Warum das denn? Weil ich das kann. Dann trau dich her. Trau dich. Wir sind schon auf dem Dächer. Ja, bist du Dachdecker geworden. Mhm. Die hat wirklich Händchen halten mit dem. Und die hat mir zugezwinkert. Ja, genau. Weil ich hab nur einen Schlafanzughose dann. Du hast halt eine Schlafanzughose an? Mhm. Die enge oder dir so eine lockere? So eine enge. Kann ich man aber auch, sehen. Ja, Camel Toe. Hallo? Ja. Warum lachst du? Ja, ist das nicht eher bei Frauen? Was denn? Ja, das Camel Toe. Du kannst nach hinten klemmen. Machst du halt immer denn, das ist so... Ja klar, so kann man schneller rennen, falls hier Leute kommen, die schießen.
Hä, wie kann man denn so schneller rennen? Hast du schon gehört? Diesen Gangster? Was? Was? Was für Gangster? Die bei uns waren im Park. In unserem Freizeitpark. Ja, scheiße, ich war doch da. Die haben sich aufgelöst, ne? Hat die 49 Ballers da, oder was? Echt? Die sind keine Freunde mehr. Jetzt gibt's doch wieder 49ers und Ballers, oder ist das komplett weg? Aber für den will ich Geld haben. Ich hab $2,924 dabei. Ja, das reicht mir. Okay. Kommst du vorbei? Komm ich später vorbei. Ja, aber ich brauch gleich, noch einen Moment. Okay? Ja, noch einen Moment, ne? Hat gleich oder Geiselnahme? Bist jetzt beim Kiez oder was? Ne, ich bin Junkie Park. Okay. Gut. Bring mir mein Geld, bitte. Ja, halbe Stunde. Ich kann nicht auflegen, mein Display ist kaputt. Ja, wieso das denn? Wie hast du denn mich angerufen, wenn dein Display kaputt ist? Weiß nicht, geht nicht mehr. Ja, dann muss jetzt dran bleiben. Nein, leg auf. Nein. Boah. Warum? Night Fever, Night Fever. Mein Finger klemmt. Ich hoffe, das nervt dich. Boah, ich nerv dich gleich. Gibt's denn noch so viele dumme Lieder? Spürst du den Boden beben, siehst du den Rauch am Horizont, kannst du die Trommeln hören, tausend müssen sein. Dort stehen sie an meinem Glied, atmen den Hauch des Todes. Weißt du, was ich dir schon mal sagen wollte? Was denn? Ich habe mit Opine telefoniert. Aber ich weiß, die kommt auch kaum. Ich habe dem gepetzt, dass die 49 Bowlers nicht mehr gibt. Ja, ich komme auch. Ach so, ich krieg $9,000 für. Da war ich ja gar nicht so verkehrt mit 2 Wochen. Huch. Die Waffe war verflucht. Hätte ich mal eine Wette abgeschlossen. Ja, in der Waffe war Aztekengold. Halt die Schnauze dann, Joe. Du verkippter Penner. Das klingt wie dieser eine Typ von diesem Spiel. Dieser Villager. Dann du sag mal Shish. Shish. Was? Shish. Gesundheit. Bist du jetzt 187 OG oder was? Wo bleibt denn der G-Check? Nö, kein G-Check. Nee, doch nicht. Was quatscht der? Lass meinen Tod in Ruhe. Okay. Und was lachst du bei seiner Witze? Wir haben eine Freundin gelacht. Hi, wie geht's? Hast du gepetzt? Ich hab das gehört. Küss den doch. Über meine Witze lachst du nicht. Ich lache wohl über deinen Witz. Ach ja? Ja, sogar wenn du Wipsen tust. Ach ja? Ja. Ach ja? Ja. Da geht dein Pferd. Da geht dein Cowboy. Zum Friseur. Geht der Cowboy rein? Ja. Kommt der Cowboy raus? Das ist nicht fair, ich muss jetzt schon lachen. Ist der Pony weg? Ich wünschte, ich hätte coole Witze. Das war so schlecht. Was? Was ist denn ein Keks unterm Baum? Weiß nicht. Ein schattiges Plätzchen. Das ist so schlecht. Kennst du keine Witze? Ich kenn diesen einen Witz. Da sagt Harry Potter zu Voldemort, hey, lass mal ein Nasenpiercing machen. Oh, das geht nicht. Und dann sagt Voldemort, ja, dafür braucht man die Erlaubnis der Eltern. Ich bin wirklich nicht gut im Wissen. Das war richtig gemein. Ja. Das war richtig gemein. Oh. Das ist kein Witz. Aber die sind beide gemein. Das ist Ticket nach Vegas. Der Voldemort, der hat keine Nase. Hey, hat angefangen. Ich und ich kenn
Klopf, klopf. Wer ist da? Feuer. Feuerwehr? Ha, den kann ich Uwe Nickel, ne? Wo bist du? Was? Ach so. Ich dachte Feuerwehr Uwe Nickel. Ah, ah. Nein. Kennst du noch mehr Witze? Was ist gelb? Hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Weiß nicht. Ein Bagger. Das ist nicht so lustig. Das ist nicht. Was ist weiß und rot und fliegt? Weiß nicht. Eine Möwe mit Kampfadern. Du musst lachen. Du hast vergessen zu lachen. Ich kenne sonst keine Witze. Was ist mit... kommt ein Pferd in die Bar und warte, da fragt der Barmann, was macht hier ein Pferd? Nee, nein, warum so ein langes Gesicht? Nein, so, ich habe noch nicht ist noch nicht ein, okay. Gesehen. Warum so ein langes Gesicht, hat der gefragt. Dem Pferd? Ja, weil Pferde haben so einen langen Kopf. Das war schön, Witz. Ja, jetzt hast du... Der war gut. Ja, oder? Und ich kenne diesen Witz, Welchen? Boah, das, Bahn mit, mein Papa hat mir den mal erzählt früher, aber ich hab vergessen. Irgendwas. Hast du schon mit Findet Kühe. Nemo geguckt? Da hieß es Fischdori, ne? Ja. Der war blau. Und der hat's Boa angefasst. Nee, ja. Das ist ein Nemo. Der hat Boa. Okay, Mila, ich habe einen für dich. Mhm. Welche Vögel können nicht hören? Weiß nicht. Die Tauben. Und was stört auf einem Fußballplatz? Was nochmal? Was stört auf einem Fußballplatz? Weiß nicht. Das Faultier. Boah, den Kaffee. Warum klaut Robbenhut Deodorant? Weiß nicht. Um es unter den Armen zu verteilen. Das ist so dumm. Siehst du, alle hauen ab, keine Bock auf uns. Wo gehen die alle? Ich weiß nicht. Wo gehen die alle hin? Warum dürfen wir nicht mit? Wir gehen über den 49ers angucken. Ach so. Wir erzählen uns gerade Witze. Kennen Sie welche, Bademeister? Nee. Ich habe die Mila gerade gefragt, warum Robin Hood Deodorant klaut. Weiß nicht warum. Um es unter den Armen zu verteilen. Oh. Verstehe. Wo ich machen denn Kühe Urlaub? Weiß ich nicht. In Kuba. Oh. Hieß Kuba nicht mal damals der Typ so, der immer getanzt hat? Ja, der ist mein Freund. Ja. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Mila. Ein Scheinwerfer.
Woran erkennt man eine männliche Schokolade? Weiß nicht. An den Nüssen. Und woran erkennt man die weibliche Schokolade? An dem Pflaumen. Nee, an der Vollmilch. Jeder war schlimm. Das war sexistisch. Hey. Möchtest du dich auf meinen Stuhl setzen? Ich verstehe das mit den Stuhlen nicht. Ich auch nicht. Ja, der Stuhl ist schon rostig. Was steht auf dem Grabstein eines Banners? Eines Banners? Ja. Weiß nicht. Der ist weg vom Fenster. Der war schlecht. Warte mal, was steht auf dem Grabstein eines Banners? Eine Spanners. Ach, eine Spanners. Ja. Ich hab Banner verstanden. Ich hab auch verstanden. Jetzt ist er weg vom Fenster. Ja. Wir sind schlecht im Witz erzählen. Ja. Aber wir sind gut in Hotel klauen. Ja. Wollen wir mal gucken, ob es unserem Grundstück auch gut geht? Nein, ich will nicht hören. Okay. Warum nicht? Ich habe Angst. Ach so. Wann gehen denn U-Boote unter? Weiß nicht. Am Tag der offenen Tür. Am U-Boote Türen? Da oben so ein Deckel. Was bestellt die Mila im Restaurant? Essen? Nee, den Kellner. Ich verstehe nicht. Weil du den Kellner isst. Das verstehe ich nicht. Die lassen Kannibale. Ach so. Ich habe mal ein Brötchen angerufen, aber das war belegt. Wie schalten einen Affe an der Tür? Weiß ich nicht. King Kong, King Kong. Das ist dumm, Alter. Okay, wir hören auf. Okay. Wir sind nicht lustig. Ja. Wir können nur gegen Wehrlose und im Kreis stehen. Wir sollten uns zwar Hobbys suchen. Ja. Vielleicht arbeiten oder so. Vielleicht sollten wir Wasserrutschen testen. Bei Galileo? Ja. Ich will aber Schnitzel testen. Wie Jumbo. Schnitzel? Boah. Ja. Ich hab eine Frage. Ja. Wenn ich ein Arschsohn bin, heißt mein Vater dann mit Nachname Arsch oder war er ein Arsch? Ich glaube. Wenn du ein Arschsohn bist? Ja. Was ist ein Arschsohn? Weiß nicht, hat der Benarkan gesagt. Der hat Arschsohn gesagt? Ja, weißt du nicht mehr, als du da am Tisch stand. Was ist denn ein Arschsohn? Weißt nicht. Der hat gesagt, du Arschsohn, du Dreckiger. Dabei habe ich mir den Popo gewischt. Vielleicht. Vielleicht, weil er dich scheiße findet. Oh. Und dann bist du halt die Scheiße. Dann musst scheiße du nächstes Mal, wenn du den Papa, siehst, musst du dem sagen, du blöde Kuh. Ja. Blöde Kuh ist in Ordnung, aber nicht Schwein, weil Schwein ist haram. Haram. Das stimmt nicht. Mein Freund, der Z, der isst immer sein Schweinefuße. Am dicken Zeh. Darf der das? Mhm. Warum macht der das? Das schmeckt dem. Schmeckt dem. Warum sind die weggefahren? Wir wollten mit. Wir sind zu den 49. Ja, aber die gibt's doch gar nicht mehr. Ja, die wollen gucken, welche Autos da noch stehen. Lass mich raten. Lila. Ja, wahrscheinlich. Die ganze Stadt ist lila. Auch. Drinne. Ist lila die 910-Farbe? Lila ist die Farbe der sexuell unbefriedigten Menschen. Mhm. Deshalb trage ich ein Blau.
Weil ich bin sanft, wie die See. Ui, was heißt gelb? Vagos. A la Playa. Hallo. Hallo, Digga. Hallo, Digga. Du bist ein Mädchen, du musst dich du bitte mit Farbe auskennen. Mit Farben, du. Mädchen. Nee, du. Ich kenn Farben nicht. Du bist nicht farbenblind? Gut, Farbe ist aggressiv. Aggressiv. Grün ist die Hoffnung. Was ist Pink? Von Ink? Pink? Ja. Das ist super. Das auch. Lass uns irgendwas machen. Ich will nicht gleich wieder in der Codys rennen, ne? Und da 5 Stunden rumstehen. Ich hab keinen Bock mehr. Da geh ich lieber rein. Ice Cube spielen. Okay. Erstmal zum Stadtpark. Nö. Wir haben keinen Freund und keine Arbeiten. Und unser. Was denn? Wenn wir ein paar Muscheln sammeln. Wo? Das aber das Unicorn hat zu. Hä? Aber ich kann die Maria anrufen. Nein, Muscheln. Ach so. Nicht, was du meinst. Muscheln. Muscheln. Mit Didgeridoo. Muscheln. Und Didgeridoo. Wir müssen aber aufpassen. Der Strand ist in der Westside. In der Westside ist gefährlich. Warum? Weiß nicht. Wir haben doch da ein Ferienhaus. 16 Zimmer. Ich brauche Arbeiten. Arbeiten. Ich will Abschlepper sein. Abschlepper? Damals hat Retzmann mir angeboten. Abschlepper. Vielleicht kannst du ja beim Karl anfangen. Oder in beim Bennys. Na, Bennys ist doch groß. Ich will Auto tun und wenn mir jemand blöd kommt, dann sag ich kein Tuning für dich, kein Tuning. Oder du machst Auto Pink. Ja. Von Ink. Ja. Du kannst aber kein Auto tun. Nee. Du hast nicht mal deinen Reifen gepflegt von deinem Fahrrad. Ich hab 2 rechte Hände. Sollen wir auch dahin fahren? Okay, komm. Okay, komm. Mit welchem Auto? Mit lass allen. Lass mit der Lady fahren. Okay. Immer hier rumstehen, nur weil wir keine Arbeiten haben. Mila, die Tür war auf. Ah! Oh. Was? Das schreibe ich in mein Petsbuch. Schreib doch. Mach ich auch. Mach doch, du Lutscher. Steht doch was über mich? Auch. Ja. Oh oh. Und wenn ich meinen Papa finde, dann werde ich ihm das geben und dann kriegt er alle Ärger. Hier ist keiner. Und doch nicht alles lila. Vielleicht hat JP die rausgeschmissen. Kann auch sein. Oder ich? Und da vorne wohnen die Hustlers. Ja, den waren wir letztes Mal. Die richtigen Hustler. Oh, keinen da. Alle Influencer, alle in Dubai. Lass mal beim Hand vorbeifahren. Beim was? Beim Hand seine Villa. Hand? Ach so, ja. Der ist jetzt beim FIB. Ist der schon da? Ja. Tschüss, Da Vinci. Junge, Stadt ist einfach bei uns tot hier. Wo sind all die Menschen? Wo war die nochmal? Die war da weiter vorne. Links, ne? Über dem Golfplatz. Ah ja, stimmt. Eure Eltern
Eure Eltern haben Liebe miteinander gemacht. Das ist eine Lüge. I know. Und eure Großeltern haben auch Liebe miteinander gemacht. I know. Und die Großeltern, eure Großeltern haben auch Liebe gemacht. I know. Alle haben Liebe gemacht. I know. Wir würden schon gut hier hinpassen, ne? Was? Wir würden schon gut hier hinpassen. Oh, ich steh genau, du. Denkst du jetzt? Ja. Ah, siehst du, gehört uns. Dir geht's sogar auf. Immer noch Aulus. Arschloch. Warte, ich komm gleich wieder. Mila? Mila ist ausgestiegen. Bidi ist ausgestiegen. Irgendwohin. Oh oh. Wo sind wir hergekommen? Da vorne. Warum stehen die denn so Autos? Weiß nicht. Wo fahren wir hin? Sind wir nicht von hier gekommen? Ja, aber ich hab keine Ahnung, wann die rausgesprungen ist. Ich auch nicht. Da müssen wir Wort sein. Okay. Warten wir? Ja, hier. Okay. Hier negativ OG, danke schön für den Booster beim dritten mit Stufe 2, sogar vielen Dank. Moin, moin, wie geht's? Alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles gut, Schuft bei dir auch. Ich brauch Arbeiten. Wo willst du denn arbeiten? Ich weiß nicht. Ich frage mal den Architekten, ob ich Abrissfirmen machen kann. Abreißen. Oh ja. Ich rufe den an. Alles kaputt machen. Gibt keine rein. Dann komme ich immer mit dem Bulldozer. Lass 49 Ballerhut abreißen und Baumarkt hinmachen. Warum? Wir haben doch keinen Ärger mehr. Ja und? Aber was Neues dahin machen. Abreißfirma, erster Auftrag. Lass doch den Yankee Park abreißen. Dann da Baumarkt? Ja. Okay. Oder Hochhaus. Ja. Wie Marzahn. Mein Block. Aber dann mehr mit 16 Zimmern. Ab, wo geht nicht dran, ne? AWO? Ich rufe ein paar Leute an. Aschenbecher. Wer ist Aschenbecher? Ascher. Geht nicht im Telefon. Oh, guck mal, Rückspiegel. Was ist da? Das ist doch Mila, oder? Herr Mitchell, willst du mit? Wie viel? Ich hab also, die ganze Angst, ich war allein. Warum springst du das Maul, du? Hat mich verstört, das Thema. Was denn? Das, was ich angeschnitten habe. Was denn? Das Thema mit den Großeltern. Hab gar kein Messer gesehen. Hab aber. Das hat schon mal die Post geht hier ab. Was geht hier ab? Die Post. Ja. Der
Großpaus. Hallo? Ja, was Hallo. Denn? Hallo? Ich wollte dich was fragen. Was denn? Und zwar, wie viel... Ja. Nein, nicht dich, Milda. Oh, aber ich würde gerne antworten. Wie viel... Was ist schwerer, eine Tonne Stahl oder eine Tonne Federn? Beides ist gleich schwer. Fang ich hier. Home sweet home. Ich wollte nur gucken, wie es unserem Ferienhaus wird. Futter? Warum stehen Autos? Die sollten wir mal abschleppen lassen. Ja, ruf die Bullen. Wer wohnt denn da? Weiß auch nicht. Hausbesetzer. Hausbesetzer, wie die aus Malle. Dach ein Ding steht leer und setzt sich Alpha da rein. Mist langweilig. Mich ja, auch. Hoffen wir, dass wir vorne will. Links als nächstes. Dass das hier links kaufen. Ui, ja. Bums, hier viel los. Bei der Polizeimann. Das sind Jäger. Nichts zu tun wieder mal. Verdienen Geld mit nichts tun. Willst du da arbeiten? Bum, Polizei? Ja. Na, ich bin kriminell. Jax? Oh, ich glaube, wir haben die Bunkers da. Ui. Er hat jetzt eine eigene Wurst. Was zum To... Wer ist das denn? Eine Stelle. Wo wart's denn hier? Hallo! Naja, Grüße. Wo wart's denn hier? Ist der vorne oben bei dem Bunker? Wir waren Vögel angucken. Mhm. Das ist die Maria da vorne. Wer ist denn Maria? Gute Frage. Ich glaube, das ist die aus dem Unicorn. Das ist die Tänzerin. Ja, ja. Ja, da hol ich ja, die hat getanzt im Unicorn. Nicht ich nur war getanzt. Dabei. Komm. Oh. Aber das ist doch von Lupa wie die Bunker, der Auto. Kritisch. Warum? Vielleicht tanzt sie für ihn. Meinst du? Ah, der Anton, ne? Drei Stück. Wie geht's dir, wie geht's dir? Hi, warum hallo, sind die gestorben? Hast du vom Opa Willy Bunker das Auto geklaut? Nee, nee. Lügst du? Nee, nee, ich würde niemals lügen. Okay. Fox und eine Xavina? Ja, kenn ich. Ja. Wie steht jetzt? Nein, du bist doch die Tänzerin! Mal gehört. Wie lange hat getanzt im Unicorn? Boah, Curtis, dreht das jetzt nicht platt hier? Das hat... Weil es gab so das Gerücht, dass ihr mal irgendwie bei ODN oben wart. Wer ist denn ODN? Das sind die an dieser... alten Psychiatrie. Ja, genau. Was für eine Psychiatrie? Wissen wollt, eine Projektmappe? Bevor du mir die Frage... bevor die andere Psychiatrie. Alles antworten, gut. Muss ich dir eine Frage stellen, ne? Steht da eine Karre ab und zu da in der Nähe Winewood beim Handyladen? Wolfen. Maulwurf. Beim Handyladen? Du meinst eins von zwei Handyladen? Ja, bei dem gegenüber von der Postamt da, rechts so schräg. Ja, da unten. Ah. Ja. Ah. 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 Ich weiß nicht, um was es geht. Ja, schon. Jeez. Wo ist denn Masimo? Machst du Kussi Kussi da? Musst du alleine? Was? Wir trennt ihr euch? Letzte Zeit auf. Nein. Alles wow. Gut. Keine Sorge. Boah, ich liebe Pärchen, ne? Oh, wow.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr damit zu tun hattet oder nicht. Um was geht's denn? Ich will auch wissen. Von ODN war, dass Donkey Park, soweit ich aussage, bei ODN einmarschierte, nachdem sie Massimo entführt hatten. Was? Ja. Wer ist denn ODN? Ja, hört zu. Und haben gefragt, nein! Was mit Fox passiert ist. Und wer ist der Fuchs? War das der Fox, ey? Achso, ich kenne den Ford. Nee, Fox war Mitglied bei ODN und war der Bruder von Xavina. Und die Personen, die da schwarz maskiert standen, haben danach gefragt, was mit Fox Fussel passiert ist. Bin verwirrt. Und ich verstehe auch gar nichts. Was geht's hier überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Ich habe ODN hat gehört, diese Person, ne, zumindest angelogen. Was? Maria, ich habe neuen Gerücht gehört, ne? Hm? Die sind voll die schlimmen Finger da oben, ne? Mich hat vorhin einer angerufen. ODN klingt wie die Clique vom Tor, vom Blitzgott. Ja, und dann haben die sollen noch zwei neue umgebracht haben, ne? Komplett ausgeschaltet. Ja. Hey, was? Wie heißt das? Oder der Notre, irgendwie sowas. Was? Das sind voll die Mörder, ne? Die haben noch zwei mehr aufgewissen. Sogar, ich glaube, die haben insgesamt fünf Leute aufgewissen, ne? Oder vier. Ich lese euch mal einen Brief vor, einen Abschiedsbrief von jemandem. Kacke. Oh mein, nicht, dass ich sentimental wird und weinen muss. Ich bin voll verwirrt, hallo? Ich dachte, wir sind bei ODN und nicht hört bei Supra. Einfach zu, ja. Okay. Hört zu. Ja, hört zu. PS, ODN ist Geschichte. Mordfall Logan Cypress. Logan Cypress wurde von der Familie ODN geblattoutet, nachdem er mehrfach aber Logan ist dabei und sagt Zwiebeln. Person gesnitcht hat und unter anderem soll er beim FIB kurz vorher versucht haben, ein Zeugenschutzprogramm anzufordern. Er wurde, wenn man auf die Psychiatrie schaut, oben links beim Baum auf dem Berg vor der Familie hingerichtet. Mordfall Fox Fussel. Fox hat mehrere Wochen vor seinem Bloodout angefangen, gegen die Familie ODN zu arbeiten, indem er alles und jeden kritisiert hatte und Calls nicht mehr angenommen hat. Zufolge dessen wurde er am Hafen von einer ausgewählten Gruppe Mitglieder von ODN umgebracht, nachdem er einen Anruf getätigt hatte, wo er sich verabschiedet hatte mit den Worten, dass er ausreist. Hallo. Mordfall Michael Kröm, mein damaliger, ach, der Kröm sozusagen wieder. Bruder. Michael Kröm war wie ein Bruder für mich. Michael Kröm hat mehrfach kleinere Dinge ausgeplaudert und es wurde langsam kritisch für uns. Deshalb schickten wir ihn zum EMS, um seinen Job für uns zu kündigen und zu zeigen, dass er alles für uns tut. Das hat er dann aber auch getan. Der Grund, weshalb er kündigen sollte, war, dass ihn niemand vermissen wird. Er wurde an einem Strand geblattoutet von der Familie ODN und dort ins Wasser getragen. Am Strand sogar? Die wurden bisher alle und warum erzählst du uns das? Mordfall Ben. Antworte! Lass sie erstmal lesen! Nein, ich rass gleich aus! Hör ich verstehe nichts! Ja, geh du doch zur Seite, dreckiger Schwanzlutscher! Weil das Gerücht ausgeschlossen, dass ihr bei ODN oben wart und nachgefragt habt, was mit Fox passiert ist. Ich check gar nichts, Alter! Xalina oder so. Mordfall Ben. Ben hat mehrere Fehlaussagen gemacht, die so nicht gingen, wie zum Beispiel, die Familie ist für ihn gestorben und wäre für unseren Head nicht mehr, würde für den Head nicht mehr eine Kugel fangen. Daraufhin wurde er am Theater erschossen und in ein Auto eingeladen und einem Fluss versenkt. Mord Jack Dexter. Datum 13.01. Kann leider nicht mehr sagen, wer, beziehungsweise wo, aber ODN. Mord Maxi Laurie. Datum 13.01. Kann ich leider nicht sagen, wer und wo, aber ODN. Oh, die haben mehr hingerichtet, als wir überhaupt hier Leute haben, die am Park wohnen. Schieß. Voll Killer, Mann. Schieß. Sechs Personen gestorben, nur durch ODR. Sechs Leute haben die getötet. Wow. Warum erzählst du uns das jetzt? Die Polizei hört das schon. Das Ding ist, dadurch, dass halt gesagt wurde, dass ihr angeblich halt da oben wart, ist es halt die Tatsache, dadurch, dass die Personen da oben maskiert gefragt haben, was mit Fox Fussel passiert ist und Rhea hat diesen Personen ins Gesicht gelogen mit den Aussagen, dass Fox nur ausgereist sei und so weiter und so weiter. Und ich wollte einfach, dass die Person, keine Ahnung wer es genau war, aber das Gerücht ging halt hierhin, dass die Person noch Bescheid wissen, was mit Fox wirklich passiert ist. Ich wollte einfach Dinge richtig stellen. Also hat die uns angelogen? Ja. Aber die ist tot jetzt, oder? Ria ist nicht tot. Ah, okay.
Na, die ist doch im Meer, hast du gehört? Nee. Ist Ariel. Nee, die nicht. Ach, wurde die nicht ins Meer geschmissen? Nein. Diese Ria ist diese schwarzhaarige Tusse. Ria immer die große Frau. Und warum, was hat das mit uns zu tun? Ja, das Gerücht kam halt oft, dass ihr da nachgefragt habt wegen Fox. Wer ist Fox? Fox Fussel. Ja, wer ist Fox Fussel? Der Bruder von Sabina. Wer ist Sabina? Ich hab mit solchen Asozialen nichts zu tun. Oder kennt ihr die? Wie gesagt, es hätte sein können, dass ihr da mit dabei wart oder nicht. Deswegen wollte ich es einfach klarstellen, dass auch ihr die Wahrheit wisst. Fakt ist, mein Mann Massimo ist nicht mehr bei ODN. Ist schon lange nicht mehr. Für den du getanzt hast? Ja, er ist ausgetreten. Warum darf der einfach austreten und wird nicht umgebracht? Sie wollen ihn umbringen. Aber haben noch keinen Grund. Warte mal, was? Die wollen den umbringen, aber haben noch keinen Grund. Sie wollen ihn provozieren. Aber naja, mal gucken. Aber er ist doch ausgetreten. Ist doch Grund genug, oder nicht? Ja, aber er ist jetzt schon seit anderthalb Wochen raus. Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist ganz komisch, was Odin was passiert hier? Auf jeden Fall. Hilfe. Wie gesagt, Fox, falls ihr das wart oder so, die da oben aufgetanzt sind und gefragt haben nach Fox. Fox ist nicht ausgereist, sondern ist tot. Und woher hast du deine komischen Zettel? Ihr habt gerade noch gesagt, Anton Klein ist nicht mehr am Leben. Ja. Den hat Anton Klein geschrieben, das war sein Abschiedsbrief unter anderem. Anton Klein, das Der hat sich vom Parkhaus gestürzt. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Und sollen wir euch jetzt beschützen? Weil, nein, mich brauchen wir nicht beschützen, alles gut. Ich glaube schon, dass du Schutz brauchst. Was mit deinem Freund? Braucht dein Freund Schutz? Ja, der braucht auch Schutz. Naja, also bisher haben wir denen keinen Grund gegeben, weshalb wir Schutz bräuchten. Naja, aber du sagst gerade, dass die Leute den... Aua, du Huren! Dann du, ne? Gleich fick ich deinen Mund. Was? Du Mistke, tu den scheiß Heroinlöffel weg. Aber du sagst gerade, dass sie deinen Mann umbringen wollen. Ja, aber sie haben auch keinen Grund. Also kommen sie so nicht an ihn ran. Sie kommen allgemein nicht an ihn ran. Und... sehr viele Leute kennen Jack und Maxi, die sie gestern umgebracht haben. Und ich glaube, sehr viele Leute haben erstmal Bock auf ODN. Ich schätze mal erstmal von ODN. Die haben nicht mehr so viel Spaß, Leute umzubringen. Gleich rufe ich den Opein an. Geht zur Polizei? Ja, wie gesagt. Hätte ja sein können. Polizei macht nichts. Wir können euch in einem Hotel verstecken. Da finden wir keinen. Braucht ihr eventuell wegen was anderem Schutz? Wegen was anderem Schutz? Kann sein, dass ihr vielleicht noch mehr Dreck am Stecken habt? Nee, tatsächlich nicht. Massimo wollte einfach da raus, weil das da oben nicht läuft. Muss kurz ans Telefon, ich komme gleich wieder. Also, die Leute da oben sind einfach, keine Ahnung, komisch. Alles, was nicht nach der Nase passt, irgendwie, keine Ahnung, wird gefühlt umgebracht. Ich finde das nicht in Ordnung. Nee, hätte ja sein können, dass ihr da dabei wart oder so, dass ihr diejenigen wart, die gefragt haben nach Fox, was mit ihm wirklich passiert ist, für Xavina. Ansonsten versuche ich jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, Xavina noch zu erreichen. Wie ist jetzt diese ODN? Ist das eine Gang? Wie bitte? Ist das eine Gang? ODN ist eine Familie angeblich. Ach so. Aber irgendwie sieht mir das da oben nicht nach Familie aus, weil Familie tötet man nicht immer direkt. Zumindest meine Ansicht von Familie. Man muss ja schließlich nicht jeden und alles umbringen direkt. Das stimmt. Ich hole kurz jemanden ab. Ja, wie gesagt. Hätte ja sein können, weil die halt da oben der Meinung... Also ich war ja da oben mit dabei. Ich stand da mit da drin. Und, John, ergibt das für dich alles Sinn, weil ich check gar nichts.
So ein bisschen, ja. Wenn man das so ein bisschen versucht zu sortieren, dann ja. Die haben die Thor's Hammer. Können wir nachher Eis essen. Und was für eine Psychiatrie? Was? Ja, das ist oben. Ach. Wenn du den Berg hochfährst bei den Sopranos. Du meinst diese Selbsthilfegruppe, Villa. Das ist doch keine Psychiatrie, Mann. Doch, da steht Psychiatrie vorne dran. Ja, ja. Warum wohnt ihr auf einer Psychiatrie? Keine Ahnung, das Gebiet ist allgemein für eine Fam komplett unpassend. Das ist groß, unübersichtlich und von allen Seiten angreifbar. Was für eine Fam? Was? Ja, ODN ist eine Fam. Ja, bei mir. Hä? Meinst du so eine Mafia-Familie? Nee, aber so eine Gruppierung. Also doch eine Gang. Mit Erkennungsmerkmal. Ja, es gibt verschiedene Formen von Gruppierungen. Es gibt ja Familien, es gibt Street-Fam, es gibt Gang, es gibt, ne? Es gibt ja verschiedene Formen. Mila. Zumindest habe ich das schon gekriegt. Und dann kauft man sich eine Psychiatrie-Familie. Okay. Dann wundert mich da nicht, dass da 8 Leute umgebracht werden. Hm. Aber egal, die Welle lebt. Die ist nicht tot. Die Welle lebt. Hey John. Ja? Können wir nachher wieder Eis essen gehen? Eis essen? Ja, Eis holen für den Park. Ja. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Anstrengung. Ja, es hätte ja sein können, dass ihr es wart oder so, irgendwas weiß. Sollen wir so in den Laden reingehen oder gehen wir so in den Laden rein? Ich habe keine Ahnung, was die uns hier gerade erzählt hat. Aus irgendeinem Abschiedsbrief oder Google Docs oder was weiß ich. Müssen wir so in den Laden gehen? Ich glaube, wir müssen so in den Laden reingehen. Also können wir uns nicht leisten, so in den Laden reinzugehen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat es sich jetzt ausgetanzt. Ja, obwohl, ja. Da wollen ja immer noch... Alles klar. Du Wichser. Aber Mila wollte mit dir tanzen. Mit wem wollte Mila tanzen? Exotische Schlangentanz. Schlange? Ja, nee. Dann guck ich mal, versuch mal mit Sabina zu reden. Aber wenn da doch Leute hinterher waren, der raus mit dem Fox ist und hat jetzt halt so an die Luft, an die Erdoberfläche kommt, ne, dann ist das ein bisschen... Aber geh doch einfach zur Polizei mit deinem Zettel. Die Polizei hat es schon, aber was wollen sie machen, ganz ehrlich? Ja, festnehmen. Die stecken ODN in den Knast für ein paar Stunden und dann kommen sie wieder raus und machen weiter. So, jetzt muss ich los, Alter. Für ein paar Stunden, Bruder, jetzt muss ich los, bitte. Das kann, bitte. Man sagt doch nicht mehr, die stecken die im Knast für ein paar Stunden. Bitte, Bruder. Bitte. Why? Nein! Die haben 7 Leute umgebracht, ja, die gehen im Knast für ein paar Stunden. Junge, 3 Stunden ab ist, Alter, weg mit dir. Das ist jetzt kein Diss an die, ne? Ich glaube, die ist einfach komplett mit ihrem EP gerade ein bisschen überfordert. Aber ich verstehe den Sinn nicht, vielleicht wissen die anderen da mehr, muss ich gleich mal fragen. Ich werde zum allerersten Mal von einer Fam, die ODN heißt. Mach lieber dein Seetem. Nein, ich sag ja, das ist kein Diss gegen die. Mila, verstehst du das? Hä? Wo gehst du hin? Nee, das ist alles für mich. Nimm gefälligst meine Hand. Deine Hand? Ja. Was meinen die damit, dass man nur 3 Stunden im Gefängnis geht? Ich erkenne. Ich verstehe das alles auch nicht. Vielleicht wissen die anderen mehr. Hast du schon mal von der Familie gehört? Eine Psychiatrie? Nee. Wo wolltest du hin? Ich wollte. Ich beobachte dich. Ja. Dann beobachte mich doch weiter. Ich habe Kamera eingebaut in deinem Flipflops. Hast du gar nicht? Hab ich wohl. Ach ja, und wo hier? Mit Bluetooth. Ich sehe da kein. Die ist versteckt. Da kein. Mhm. Gar nicht wahr. Wo wolltest du hin? Ich wollte kurz Tinken holen. Du sollst aber nicht allein umbrennen. Warum nicht, dass du als Geisel genommen wirst.
Quatsch. Dann werden wir Pest wie Orangensaft. Niemand will mich als Geisel. Ich bin viel zu anstrengend. Überleg mal, ich als Geisel. Du. Foto. Bist du Cody? Vielleicht fahr ich da mal kurz vorbei, ja. Aber du sollst nicht allein fahren. Dann komm doch du musst mit. Aber ich will mir da anhören. Noch kurz auch. Bitte. Bitte nimm. Mach, was dir sag! Halt die Kappe! Halt du die Kappe! Mach du, was ich dir sag! Nö. Alle bei der ODN. Weil ODN nicht die Klügsten sind. Hm. Meiner Art nach. Hm? Markus runter machen, ist man nicht klug, ja. Ja gut, das ist ja dann... Ne, das ist ja freilich passiert von seiner Seite aus. Oh, wann der RP gibt's Großfamilien im RP, Alter? Ach, richtig. Mann. Das war also der Goofy-Schrei, den ich gehört habe. Goofy-Schrei? Ich habe keine Ahnung, bei welchem Park es also passiert ist tatsächlich. Das ist mir noch ein Rätsel. Ja, Pat, wir haben wie hinten gesagt, einen ich versuche da mal Xavina irgendwie zu finden. Wer zum Teufel nennt sich Xavina? Keine Ahnung, frag mich nicht. Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass sie mich nicht wie leiden John. Kann, aber wenn es um ihren Bruder geht... Boah, da habe ich aus dem Mund auch ein Schnauzbart rausgehört. Was? Heißt der Bruder vielleicht Kevin Pascal Justin? Nee, Fox Fussel. Fussel. Nee, Fussel. Fussel. Wie Fussel. Ja, wirklich Fussel. Was du sagst, da habe ich einen Wasser. Perfekt. Baldemeister, sag du mal der Mila, dass die nicht allein rumrennen soll. Boah, warum nicht? Wir haben sie jetzt abgeholt. Mila, darf ich auch mal nuckeln? Ja, klar. Du lässt ihn doch jetzt nicht an deinem Schlauch nuckeln. Habt ihr jetzt ein Eis geholt? Doch, der darf ruhig. Der steht auf Männer. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Hast du uns auch mal Eis mitgebracht? Nö. Tink jetzt! Nö. Nimm das Ding in den Mund und saug. Das Vanillemilchchen und in den anderen ist der harte Stuff. Los, genau. Das kennst du doch schon. Kapisonne. Kapisonne. Ich bin jetzt pissig auf dich, ne? Dann hast du schon mal überlegt, so Synchronsprecher zu machen? Wie heißt die Paul Nummer? Das wäre eine Möglichkeit. Wie heißt du Nummer Tänzerin? Maria. Das ist Maria Nummer 1. Also die Maria braucht jetzt Schutz. Ui. Ja. Wieso brauche ich denn Schutz? Weil du bist gefährlich. Ich bin gefährlich. Du bist in Gefahr. Also, das war's. Ein bisschen Rückenschmerzen, ne? Aber. Was soll das jetzt und heißen? Schluck auf. Oh oh. Ja, also in Gefahr würde ich mich jetzt direkt nicht sehen, aber. Warum? Ja. Was heißt nicht jetzt direkt? Und indirekt? Und indirekt? Naja, die wollen halt auch Massimo an den Kragen. Oh. Das ist, finde ich, nicht cool. Echt cool, das sind voll die Mörder. Warum können die überhaupt nicht noch frei rumlaufen? Oberkörper frei und warum müssten die nur 3 Stunden ins Gefängnis zum Mord? Ja, die Bullen sagen eh nicht genug Beweise. Ja, ja, safe. Deswegen. Hm. Du bist ein Lebenslang nicht weg. Dann bringe ich aber auch jemanden um. 3 Stunden Knast? Ja. Da bin ich dabei. Das lohnt teilen sich wir doch. Dann, machen wir Hälfte-Hälfte? Ja. Komm, lass einen am Stadtpark umschießen. Ja. Ja. Tobt euch doch oben bei ODN aus. Ey. Das klingt irgendwie so, als würdest du uns gegen die Augen hetzen wollen. Du machst voll Hetze, ne? Ja, genau. Hetze. Glaub gar nicht, dass ich deinen Scheiß nicht durchblicke. Wenn du willst, dass wir die töten, dann zahl dafür. Genau. Nee. Lock 50 Millionen. Ich glaube, da kümmern sich auch andere. Doch, das klingt so, als würdest du uns gehen, als würdest du wollen, dass wir hingehen. Aber wir sind nicht kauflich. Wir sind geboren. Wir sind geboren. Raupen. Raupen. Du hast mich geboren. Du hast mich geboren. Oh, eine Puma. Mein Telefon vibriert. Brrrr. Mein Telefon Nummer unterdrückt. Nummer unterdrückt. Je nachdem, ob ihr da was wusstet oder nicht, das war halt jetzt so die Wahrheit über ODN und Co. Und das, was mit Fox und deine komischen Zettel, die du dabei hast, sind legit? Ja.
Bist du sicher? Ganz sicher. Von wem hast du sie gekriegt? Ich habe sehr gute Menschenkenntnisse, ne? Und irgendwie klingst du... Anton hat sich von Mel... Gleich kriegt ihn Brett. Sie eigentlich... Also, eigentlich sollte... Ich glaube, du weißt ja nicht, wer Hildebus ist, ne? Mel sollte Anton auf den... Sag mal, hat die taube Ohren? Hat die Gulasch in den Ohren? Ich wollte einfach nur gerade erklären, weil ich diesen Brief gleich kratzt dir die Augen raus. Gerade gefragt hast. Kommst du hier hin mit irgendwelchen Tagebuchseiten und quatsch die ganze Zeit irgendwann. Ich kann dir den Brief gerne zeigen. Nö, ich will keine Briefe sehen. Ich kann auch einen Brief schreiben und draufschreiben, alle sind dumm. Nein, wie gesagt. Ey, ich bin... Mel hat diesen... Mila, komm, wir gehen nach Cody's. Ich kann mir die Schwanzgeschichten nicht anhören. Was? Merkst du das? Hm? Merkst du das? Ja. Die kommt her und dann will die uns so... beeinflussen, warum geht ihr euch nicht oben austauben bei denen? Keine Ahnung, wer die sind. Warum sollten wir da hingehen? Ja, warum erzählt ihr uns das überhaupt? Ich meine, hat irgendjemand Gefahr? Wo laufen wir hin? Zu meinem Bike oder nicht? Fahren wir mit dem Motorrad? Ja. Aber keiner hat sie gefragt, oder? Naja, Bademeister hat ja gerade gesagt, irgendwas von wegen, dann hat die uns verraten. Weil die hat gefragt, ob wir oben waren. Mhm. Und dann scheint mal die Nachtschicht da. Und die checkt nicht mal, dass der Bademeister gerade zugegeben hat. Sondern redet immer nur weiter. Das ist Dings. Da ist irgendwas passiert und jetzt will die, dass wir da hingehen. Und die verhauen, obwohl wir gar nichts mit denen zu tun haben. Die will uns aufhetzen. Ja. Die will uns manipulieren. Aua! Was? Du hast das Ding nicht unter Kontrolle. Da. So ein Scheiß kann sich doch keiner anhören. Komm, ich helfe dir hoch. Pass auf nicht, dass deine Hose kaputt geht. Verfick dich. War der Helm aus. Nein, lass auf. Aua. Aua! Aua! Lass das! Aua! Hauf mich! Aua! Aua! Warum haust du mich? Hauf mich! Okay. Du musst hier den Schlüssel reinstecken und dann so. Schlüssel reinstecken und dann so? Komm, wir gehen essen. Aber warum gehen wir Essen kaufen? Wir haben einen ganzen LRB von denen. Aber das weiß ich doch nicht. Zeig ich dir gleich, komm. Auch tinken? Ja, ist der Dreifel, ne? Aber wir haben kein Auto, darum reden die nicht. Komm mal, das ist FIP drinnen, ne? Agent, komm. Genau. Tag, Sam! Stop, Homeboys! Freshen Helm hast du gehört? Ich will eine Bockwurst mit Senf. Oh, ist das... Haben wir leider nicht. Seid ihr vom Gewerbeamt? Ja. Wenn ja, dann prügel ich euch jetzt gleich blau. Die Herren von CKs sind mit Circle Cars gepartnert. Hey. Du redest du nicht mit mir, okay? Ah, mit Speedy sind sie übrigens auch noch gepartnert. Du bist hier, um meine Bestellung aufzunehmen. Es steht noch auf dem Flyer. Also frag mich, was ich bestellen will. Was willst du bestellen? Ich möchte gerne einen CK-Burger und einen Veggie-Burger. Ich möchte einen Quarkwappen-Eis. Ja, das habe ich gerade auch gesagt. Sie sind gepartnert, aber nicht auf der Seite aufgeführt. Sechsmal ein Kokoswasser, danke. Schweinerei, sowas.
Alles klar, und Curtis Spiele, für dich? Wie viele Spiele sind es zurzeit? 1363. Wie viele Spiele hat eine Bockwurst mit Sam. Wie viele Spiele hat Zirky Kasse, ja? Dann will ich ein leeres Gurkenglas. Ich bin fasziniert. Curtis, wie oft warst du schon hier? Einmal. Und was bestellst du sonst immer? Adler. Okay. Wir versuchen es anders. Guck über dich auf die Karte, da stehen unsere Sachen drauf. Aber das kann man nicht lesen. Natürlich. Das stimmt nicht. Wer kann das nicht lesen? Nur weil du nicht lesen kannst, heißt es nicht. Ich kann lesen. Ja? Ich krieg Cheeseburger bitte. Okay. Seacamp-Burger bitte. Und drei Flaschen Cola. Bitte? Hm, könnte knapp werden. Hallo, die werden Herren, seid ihr vom FAB? Das mache ich euch fertig. Wenn nicht, haben wir einen Wagen da. Ne, wir sind vom Fuhrpark. Fuhrpark? Ja, Fuhrpark. Seid ihr Autoverkäufer? Nein. Nein, so ähnlich. Wir stellen die Plattform für euch, um Autos zu verkaufen. Plattform? Helikopterlandplatz? Ja, genau. Ja. kann ich nur Gruppe? Wir sollen den Helikopterlandeplatz durchreichen. Du kannst auch zu uns in die WhatsApp-Gruppe kommen und $10,000 am Tag verdienen. Ich hab kein WhatsApp, ich hab aber ICQ. Ach so. Ach so, ja, das, ja, das gab's ja auch noch. Stimmt. Oh, ich hab eine Nachricht bekommen. Mila, warum schickst du mir einen Fuß diese mit? Schön. Oh, Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt so. Nachher. Ich dachte, das Codewort war doch Hubschrauberplattform. Ach so. Aber gut. Haben jetzt Verwirrung gestiftet. Ich lösche. Ich mag das Essen hier. Hier sind nicht so viele Haare drin. Stimmt. Und hier wird du nicht so oft in die Fritteuse gespuckt. Glaubst du? Hm. Ich war heute auf dem Bau. Hat gar keine Öl in sich. Ich hab heute gearbeitet. Bei CKs wird nicht nochmal weg. Entschuldigung. Ich kann dich mir nicht verkneifen. Du kannst doch nicht einfach furzen. Oh, oh, bin gleich wieder da. Ich verkaufe auch Rotos. Cheese-Nuggets. Wir verkaufen Staubsauger. Brauchen Sie einen Staubsauger? Ich habe aber einen vom Dyson. So. Du kriegst auch noch Cheese-Nuggets. Komm mal her. Wie gesagt, ein Staubsauger hätte ich 20, ne? Oder 10? 10. Okay, wo ist der Typ mit 20 hin? Der weiß ich nicht. Schön. Dankeschön. Der wollte 20 Grilled Cheese. Oh. Sandwiches. Aber wenn du die Nuggets hast, geht bestimmt auch, warte. Ich habe jetzt Nuggets. Ja, tschüss, Amerika, schlaf gut. Tudelü. Ben? Einfach scheißegal. Ja, ja. Oh shit, ich hab glaub keinen Platz. Ich muss die rechtlichen achten. Ja. Die sehen aus wie von den Man Blacks. Wo ist Mila? Er ist gleich dich abwesend. Jetzt muss er halt Chili Cheese Nuggets essen. Ja, Pech gehabt. Aber Lucky, wir wollten heute nach Teezy. Ja, wir machen 3000 raus. Danke dir. Headshot, die haben mir doch gestern gesagt, dass wir heute nach Teezy wollten. Wolltest du nicht mitkommen? Einmal Karte drauf. Jo, gleichfalls. Ja, wir ja, sehen uns Spaß morgen. Ja, was beim Spielen. Ciao. Jedes Mal, wenn wir einen Ausflug machen, passiert mir irgendwas. Mila? Ja. Du hast mich allein gelassen. So, ich hab auch ein bisschen Wasser. Bitteschön. Dankeschön. Ich bin sauer. Einmal deine Cola. Chab. Ja. Danke. Bitteschön. So, ich mache euer Essen fertig. Was du kürzlich machen? Ja, aber guck mal, wo hast du Ohr? Oder bin ich da? Weißt du? Voll geil. Ja. Das ist für mich. Soll ich pusteln? Ja. Soll ich den Mund nehmen? Ja.
gar soll ich nicht. Pflaster machen? Jetzt kann ich ja eher mal bei den Kopf. Wo hast du Aua? An mein Knie. Nein, mach ich nicht. Aber ich kann dein Knie nicht im Mund nehmen. Nein. Nein. Dann krieg ich wieder Krampf. Du hast gesagt, du machst, also mach jetzt los. Wunderschönen guten Tag. Ja, du stehst doch mach nicht jetzt auf. Hör auf, dich auszuziehen. Zu Hause. Ich kann nicht. Du bist so ein was kann ich Arschloch. Sagst du. Du hast gesagt, du nimmst mein Knie im Mund. Weißt du irgendwas von der zu Hause mach ich dich Arzt. Okay. Ja. Ich mach den Gips um Nacken. Wo ist denn Jiggy gerade? Kann ich dann, kannst okay, du so machen, dass ich aussehe, als hätte ich so einen Stirnnacken? Ja, aber ich und voll vielleicht auch noch ein bisschen um die Schulter, damit ich so richtig schrank bin, so. Ja. Boah, ich will also, richtig brutal aussehen. Herren, die wollen eine Bestellung abholen. Ich kann das machen. Okay. Perfekt, ja. Der Vater hat mir das damals beigebracht. Mein Vater. Ist auf dem Weg. Komm, dein Vater? Ja, der Ingolf. Ja, ich dachte, dein Papa heißt anders. Ich hab zwei Papas. Oh, verstehe. Mein anderer Papa wohnt in Dubai, der heißt so mein wie der Finn und der TK. Ja, genau. Mhm. Wir werden beobachtet. Komm, wir gehen die mal fragen, ob die ein Problem hat. Ja, komm gleich. Ja. Hallo, warum beobachten Sie uns, während hast wir uns... Hast du ein Problem? Genau. Ja, sag das doch gleich. Genau. Anstatt sofort zu starren. Genau. Ja, mir geht's gut und selbst? Auch. So. Einmal ein Veggie-Burger, ein CK-Burger. Danke. Hallo. Hallo? Und hallo? Mais. Hallöchen. Warst du kurz im Unschuhfach? Ach Mann. So, ein CK-Burger, ein Cheeseburger, bitteschön. Danke. Wie geht die Rechnung? Ich zahle, wie immer. Okay, das macht einmal $435. Okay. Aber die Frau hat uns gerade beobachtet. Ich hab nie Bargeld dabei. Wohl! Das stimmt doch gar nicht. Das sag ich Papa. Das halte ich für ein Gerücht. Einmal Kartenlesengerät. Dankeschön. Aber Sie haben coole Outfits, ja? Das ist kein Outfit. Was ist das dann? Das ist ein Drip. Cool. Das ist Mila, ich bin Kaldes. Hallöchen. Ich hab auch so hohe Schuhe. Echt? Mhm. Wow. Von Buffalo. Ich werde angerufen. Nein! Hallo Ben, ich bin um die Ecke, komm her. Mila, ist das ja, deine komm mal Mama? Her, ich unterhalte mich gerade ganz nett. Mila, ist das deine Mama? Ja. Nein, das ist mein Freund, nicht meine Mama. Du bist von Mila eine Mama. Was? Warum bist du so schick angezogen im Ghetto? Naja, weil wir Werbung machen. Ist normal, trage ich das nicht. Ich mag das auch nicht, das Outfit, ja. Aber pst, weiß keiner. Ja. Okay. Na, Mahlzeit. Mila, warum rülpst du? Das ist voll unhöflich. Nein, das ist cool. Das ist unhöflich. Ja, die hat warum die Klappe zwingt so, die, macht die Dame solche Sachen zu tragen, wenn richtig sie das genau nicht mag? Richtig. Warum muss sie so einen Fummel tragen? Was seid ihr denn für Penner? Doch, ich muss. Wer sagt das? Nein, wir haben sie entscheiden lassen, ob sie mitkommen möchte. Hier fehlt nur noch die schwarze Couch, dann haben wir es bald. Aber wieso darf sie keine normale Sachen anhaben? Genau. Stimmt, warum darf es keine gleich hol ich meine Freunde vom Bau. Eine Mafia. Ja, wir sind die Fuhrparkmafia. Seid ihr die ODN? Nee. Bringt ihr Leute um? Ja. Nee. Nein, was denn? Wir verkaufen nur Staubsauger. Auf unserem Flugplatz, Hubschrauber. Mit einem Staubsauger hab ich küssen gelernt. Ach du Scheiße. Ich mit meinen Kissen, ich bin immer noch dabei zu lernen. Könnt ihr euch ja gegenseitig helfen beim Lernen. Das tun wir schon. Natürlich nur zeigen. Heute Abend nehme ich ihr Knie in den Mund. Ja. Weil die hat Aua. Bin auf eine Mülltonne ausgerutscht und dann reingefallen. Beim Containern. Wir haben nach Sachen gesucht. Habt ihr was gefunden? Ja. Und was wollte Luca? Damals haben wir den Körbsen gefunden in den Mülltonnen. Ja. 5 Sekunden mit mir geredet und dann hat er nur gesagt... Ja, du, ich ruf dich später nochmal, hab jetzt keine Zeit. Hab ich auch nicht verstanden. Okay. Hätte er gar nicht anrufen brauchen, der Idiot.
Was nicht? Oh, danke schön. Blöd, Mann. Bitte schön. Was war das? Ich wurde berührt. Willst du jetzt mit dem Gummibärchen? Ich steig nicht in dein Auto, ne? Ich hab wie kein nah Auto. Darfst du dich einem Kinderspielplatz nähern? Da würde ich auch nichts sagen. Wollen wir weiter, oder? Ja. Okay, wo gehen wir hin? Ja, wir fahren wohin. Wir können mit. Wir haben keinen Platz im Auto. Wir haben keinen Platz im wir Auto. Wir haben ein Motorrad. Genau, wir moppelt. Ja, wir sind krass, es fuck. Ich ja, hab einen Bagger. Wo wollen wir denn hin? Ja, gute Frage. Fahr doch zum Junkie Park. Ich hab 20 cm lange Fußnägel. Genau. Mhm, und damit krault ihr mich heute Abend. Ja. Das ist eigentlich krass. Nee, wie fandst du das eigentlich aus, klar? Was ist mit, was ist mit dem Yellow Check-In? Fahr doch zum Yankee Park. Du kennst doch eh ein paar Leute von Lost, oder? Ich glaube, die hören uns nicht. Hallo, Yankee Park ist viel los, ne? Viele Kunden, viele Kunden. Im Yankee Park sind viele Geschäftskunden. Mhm. Ja, aber ich meine, das ist nicht so unser Metier. Was heißt aber mit wir hier? Wir haben schicke Autos. Eine Gratisbehandlung als Verlosung. Oh, das wäre tatsächlich witzig. Die nehmen uns nicht ernst. Ja, also natürlich so nehmen wir euch ernst. Unhöflich. Unhöflich. Arschlöcher. Ich hab dir Gummibärchen gegeben. Schwanznase. Warte. Die nehmen uns nicht ernst. Ja. Wenn die wüssten, dass wir 12 Millionen Dollar haben. Ein Hotel, einen Freizeitpark und Autos im Wert von ganz Los Santos. Wir haben sicher mehr Geld als diese Schwanznasen. Ich mach die fertig. Was sind das für Alibis? Druck auf die Tür, Ernie. Gib Schlüssel hier. Fährst du? Ich taube dir doch mein Baby nicht an. Aber ich bin dein Mann. Ja. Von wem soll das Sohn sein? Hä? Von wem soll das Baby Sohn sein? Nicht so, Bibi. Steig auf jetzt. Okay, halt dich gut fest. Wir fahren nämlich jetzt schnell. Boah. Du bist ein Eindwalde, ne? Ja. Warum hast du in deinem Motor so eine Verlängerung? Weil ich keinen Schwanz hab. Und was ist mit dem in dem Nachttischschrank? Der Michael nur Pips? Mit der Autobatterie? Wer? Da der Robo Pips. Mit dem du auch immer Kuchenteig umrührst. Ach so, das. Mein Handtürgerät. Ja, genau. Ja, sag das doch. Super. Komm. Hast du abgeschlossen? Abgeschlossen. Hast du die Tür zugemacht von dem Muppet? Ja. Wo sind all unsere Freunde wieder? Fußnägel suchen. Warte, ich muss den Pein anrufen. Hallo Freunde, ihr könnt jetzt auskommen. Freunde? 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 Pein nimm nicht am Handy. Alle sind verschwunden. Wie ein Zombie-Plipse.
alle sind verschwunden. Und keiner ist mehr da. 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 Hi, Süße. Na, wie geht's? Was sind da, ne? Wir fahren gerade einen Autotune. Wo denn? Bei der Underground Tuning Werkstatt, die jetzt in Yardies gehört. Wo ist die? Was wollen sich die Yardies noch alles unterm Fußnagel reißen? Alles. Wo ist die? Hinterm PD über die Brücke. Da geht's doch dann so runter. Unter der Brücke? Das, ja. Okay. Hast du verstanden, okay, was das Frau wollen wollte? Nee, ich weiß die auch nicht. Die sind Autotune, komm. Wir kommen da hoch hin. Für mich hat sich das so angeholt, als wollen die uns aufhetzen, ne? Gegen diese Leute. Weiß ich nicht. Okay, bis gleich. Mila. Okay, bis gleich. Komm, wir fahren. Wir fahren das Montemobil. Achso, ich dachte. Nein, Montemobil. Was ist Montemobil? Das hier. Das hier? Los, steig ein, Kylo. Die sind bei Tuning. Boah, hast du gehört? Hör mal. Wollen wir einen aktiven Spritzer? Ja, die haben jetzt eine Tuning-Werkstatt. Ja. Ui, guck mal, Memo. Ich werde sterben. Warum? Weiß nicht. Ich bin voll der gute Autofahrer. Hm. Warum haust du gegen die Scheibe? Gummo. Gummo? Tag. Tag. Was geht? Wo sind unsere Freunde? Die sind in der Werkstatt. Ah. Wem gehört die Werkstatt? Weiß ich nicht. Mir? Nee. Ist das deine? Nee. Dann gehört sie mir. Ich bin James, hi. Hi. James aus dem Knuddelchat? Nee. Also. Und, machen eine gute Preise? Ja. Was zahlt man für eine Tür? Habt ihr eine Tür verloren? Nein, wir müssen die walten lassen. Auch. Ich hab fast meine rechte Popo-Hälfte verloren. Okay, musst du Schwabel fragen. Von den Nadis? Ja. Bist du von den Nadis? Hä? Bist du von den Nadis? Ja. Wo ist dein Flag? In meiner Tasche. Ja. Was sagst du zu meiner Hose? Ja, sieht wild aus, aber ich glaube, du hast dich in der Jahreszeit etwas vertan, oder? Warum? Ist doch kein Winter. Herbst. Nee, Frühling. Nein, wir haben Herbst. Nee. Nach Winter kommt Herbst. Nee. Dann Frühling, dann Winter, Sommer, Herbst. Okay. Und dann kommt Karneval. Man lernt immer was dazu, wa? Pommes. Und sonst so? Hast du den Park umgebaut? Noch nicht. Okay. Bist du von den Nadis? Ja, immer noch. Wo ist deine Flag? Hab ich vergessen. Oh, Chopper. Keiner mag uns. Willkommen. Keiner mag uns, ja, Salome. Warum nicht, Salome? Ich verstehe nicht. Die lassen mich nicht in die Werkstatt rein. Mich auch. Aua, nicht. Warum ist springst okay. du auf meinen Kopf?
Du schläfst halt auf Couch. Warum? Weil du mich gehauen hast. Fuck you. Kannst du hier bleiben? Wo hier bleiben? Bei mir. Aber du bist... Was? Aber du bist gemein. Nö. Ich bleib nicht bei dir, wenn ich auf Couch schlafen muss. Du stehst auf Couch, ich im Bett. Pommes? Was, Pommes? Ich schlafe nicht auf Couch. Ich auch nicht. Im Bett? Kannst vergessen. Wozu haben wir denn Hochbett gebaut? Mit Nägeln. Gott, wen höre ich. Ja. Halt Schnauze! Genau, halt dein Schnauze! Halt dein Schnauze! Bist du von dem Bolas? Nee, ich bin von der, Onkel? Weintrauben. Nee, von den Weintrauben. Achso. Ja. Grüße. Achso! Schulli. Ja? Ist das eure Werkstatt? Ja. Habt ihr die feindliche Übernahme gemacht? Ja, ja, wir haben die. Wir brauchen für unseren Kumpel Monte eine neue Tür. Bei dem grünen Lambo. Ich hab das meiner. Für kleinen Carlo. Da kam eine Frage, wie läufst du? Hä? Lauf mal. Jetzt. Lauf mal. Hä? Lauf mal. Drama, Baby. Drama. Ui. Die wollen reparieren. Aber die können gute Arbeiter sein, oder? Ja, ja. Boah, das was gibt denn da zu lachen? Du kriegst gleich eine Kopfnuss mit meinem Bauarbeiter. Wollen sie Praktikum machen? Kann ich Abschlepper sein? Was willst du denn abschleppen? Deine Mutter? Dafür brauchst du aber zwei, so fett wie die ist. Boah. Ja, Nila kann auch abschleppen fahren. Ich brauche einen Job. Ich glaube, ich könnte hier sogar arbeiten als Abschlepper. Ich will schleppen. Weißt du? Aber sind wir noch nicht fertig. Wo ist der Retzmann? Ich habe ihn gehört. Der muss das besprechen. Retzmann hat zwei Eier im Mund und jongliert mit seiner Zunge. Nerv nicht, Curtis. Fettkopf. Fettkopf. Selber Fettkopf. Ich muss dem Geld anzeigen gehen. Wer ist denn der Chef Retzmann? Tyrese. Unser Tyrese? Unser Tyrese. Ist der da vorne? Weiß ich nicht. Komm mal gucken. Komm, Miller. Ich kann da nicht rein, Tür ist zu klein. Hey, Scully. Warte. Ja. Kann ich Abschlepper sein? Willst du Abschlepper sein? Ja. Ich schlepp dich gleich ab. Du siehst aus, als wärst du schon abgeschleppt. Ja, aber ihr bezahlt mich. Ja, von dir, Baby. Ich muss sagen, du bist richtig heiß in deinem Bauarbeiter-Outfit. Siehst du, Mila, sag ich doch. Mila sagt, ich bin... Genau. Mila, da ist doch genug Curtis für uns bei. Nee, halt die Kappe, geh weg. Du bist an meiner Werkstatt. Ich brauch alles, wenn ich da auf den lieg, ist kein Platz mehr. Genau. Ja, das sehe ich an deiner Wampe. Das ist keine, das ist eine Liebeskugel. Genau. Das ist sexuelle Schwungmasse. Wie kommt kleine Curtis Army raus oder was? Ja, noch mehr mit Kuschner. Boah, ein kleiner Curtis, Digga, das wäre. Ja, ein Kuschikuschner. Kann ich Abschlepper sein? Ja, ich sag das. Es ist aber wie viel Geld verdiene ich? Die Chefin muss da sein, wenn du hier Abschlepper sein willst und die ist ja, wir lassen das erstmal noch mit Therese abquatschen. Unser Tarif? Da sind Schüsse. Und Curtis, so real Rap gesagt, ne? Wenn du hier Abschlepper machst, dann musst du das auch ordentlich machen, ne? Wir haken dran los. Ja, Kollege, aber, ne? Machen Sie das dann ordentlich. Da hängt der Ruf von der Werkstatt dran. Hallo, ich weiß, wie man abschleppt. Ich war ein Playboy. Du wurdest schon mal scheiß LKW gefahren. Na klar. Gut. Ja, was ist mit den Bullen? Was machen die hier? Ich fahre einen Bagger. Weiß ich nicht, am PD ist irgendwie Radau. Ah, ist das so? Hörst du das nicht? Die ballern da doch rum. Ich hab schlechte Ohren. Vorhin drüber gewesen und so, als wir da vorbeigekommen sind. Ich hab schlechte Ohren. Was wollt ihr euch eigentlich noch alles unter dem Fußnagel reißen in der Stadt? Euch gehört doch schon alle Ruhe. Cool. Dein Helm. Ich finde deine Freundin immer noch scheiße heiß. Das stimmt. Geile Sau. Was? Ich hab mir selbst auf den Arsch gehauen. Digga, wie sehen die denn schon wieder aus? Wer sind das? Rex 49er. Das sind doch keine 49er. Ist das nicht einer hier von der Yogi-Parks oder was? Nee. Hey, das ist Deod, das erkenne ich an seiner Nase. Nee, das ist Deod und JB, die gehen ja Shops machen. Achso, okay, also in Ordnung. Neues Hobby, lass mal Shops befallen. Vorhin stand ein Mädchen bei uns am Park, die hat irgendwas erzählt von ODN, dass die 7 Leute getötet haben und dann meint die,
Ich habe gesagt, geh doch zur Polizei. Und dann sagt die, warum? Dann gehen die nur 3 Stunden ins Gefängnis. Kann ich die kennenlernen? Ich glaube, die Wally, die kennst du schon. Echt? Ja. Beinchen! War das die Maria? Ja, das war die Maria. Füße! Oh. Hat die immer noch geweint? Maria ist so eine Süße, ne? Hat die immer noch geweint? Bei euch auch? Weiß nicht. Die wollte mich eigentlich noch zurückrufen. Kann ich Abschleppe fahren? Ja, wenn ich Abschleppe fahre, kann Mila mitfahren? Ja, das ist drinnen, glaube ich. Ja, pass auf, Curtis. Ich komm da nicht rein, nicht Tür geht nicht auf. Ich stelle das nicht auf. Alles easy. Du bist zu klein. Du bist zu groß. Du bist zu dick. Wer hat das gesagt? Alle. Soll ich deinen Mund fisten? Aber mit Helm. Da brauchst du aber beide Hände. Dreck so. Brrr. Das ist mein Cousin. Hast du dir schon wieder ein Band angeklebt? Ja. Yeah. Dir wächst doch gar keiner. Das wächst unten. Ich hab gehört, die Jamestown hat euch aus so einem Turf ausgeschossen. Ja. Ist das so? Haben die mir gesagt, oder? Ja, was glaubst du, warum wir jetzt die Werkstatt haben, Curtis? Wir haben nichts mehr in der Stadt. Wir hatten noch nie was. Alle Schein und Rauch. Ja, genau. Alle Fake News. Gab noch nicht eine einzige Kugel abgefeuert hier. Kann Mila mitfahren, wenn ich Abschlepper fahre? Ja, safe. Und wann müssen wir Abschlepper fahren? Dann, wenn dir das gesagt wird. Wenn Leute anrufen und sagen... Reese, komm mal kurz mit. Ja, super. Da haben wir Geheimnisse, ne? Wo ist denn euer Paul Walker, der 150 fährt? Ich hab gehört, der hatte einen Autounfall. Der hat denn genau den gleichen Abgang wie Paul Walker gemacht. Nein, das ist nicht lustig. Ich lach auch nicht. Dann hoffe ich, dass du ein Auto. Guck mal. Boah, ja. Ja, boah, was ist das denn? Was, ist das eine Tarnfarbe? Ja. Boah. Das ist die brachiale Männlichkeit. Ja, der Camouflage, schnell lackiert. Hi, Scully. Hi. Galli. Ey, Mose ist irgendwo hier, ne? Was für Scully? Scully heißt der. Gulli. Straight out of Gulli. Scully, Rabensam. Weiter. Arabi, Arabi. Wollen wir jetzt weiter? Haben wir den Auto gekauft? Ja. Was für ein? Ich bin 6x6. Warum kauft ihr so eine Scheiße? Das will nicht. Hat der Jonathan das erlaubt? Ja. Ach ja, soll ich den anrufen? Du hässlicher dreckiger Lugner? Ich weiß nicht. Hat einen Scheißfresse. Er wurde gehauen. Das Wertanlage. Warum bockst du mich? Ich fahr bald Abschlepper mit Weil du unser Auto gerammt hast. Gar nicht wahr. Ey, denkt ihr, es lohnt sich, einen Trecker zu kommen? Nee. Ja. Nein. Warum willst du Patcho was zu den Maxis machen? Wo ist ein Dungeon? Ja. Wir kaufen immer ein Funkgerät. Ja, wie viel? Wo? Eins. Wer? Hier, ist immer auch Zeit. Hier, hallo. 200.000. $3. Das knallt. Villager. Eins. Villager. Also. Ja, was willst du dafür? 200. Ja, angestiegen. War der Preis nicht immer so? Auf wie viel ist denn jetzt? Ich hasse euch alle. Eigentlich 150 das Stück. Okay. 150. Wo ist TK? Was ist mit TK? TK. Wir wieder nach Hause. TK weiß warum. Schon mal ist das der Rätsmann. Klar, das riechst du doch schon. Eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr hier zu stehen. TK weiß warum. Ich baller mir jeden Morgen, bevor ich aufstehe, 4 Flaschen Playboy Miami drauf. TK weiß warum. Ja, deswegen. Alle Tür zu. Miami Yassin, ne? Miami Yassin. Oh, lange nicht gehört. Oh, die Toilette. Ja, safe. Wie geht's dir, Philly? Gut, ich hab noch Kokain von dir. Weiß. Dann gib das wieder, sonst kriegt den Brett. Also, ich weiß nicht, ob ich das noch hab. Das ist in dem Helion, was irgendeinem Tippeln gehört. Den Helion haben wir verkauft. Ah, sehr gut. Aber war so das der Grüne da? Ja, das ist der an der Fahrstelle steht. Kann das, man kurz rauspacken. Das war von Philly, das Koks. Das ist mein Jay wieder gewesen. Haben wir den verkauft? Nee, der war schon die ganze Zeit verkauft, wo du das eingelagert hast. Muss machen, was da drin ist. Aber das war das nicht das von JB gewesen? Ja, genau. Ja, aber wir haben das Koks, nachdem er verkauft wurde, der Typ, der den gekauft hat, den wurde nie aus der Verwahrstelle geholt.
Ja. Dann haben wir das Koks einfach in dem fremden Helion gelagert. Wo habt ihr denn Helion? Phil, komm mit. Helion, Kollege. Aber ein Heli hätte ich gerne, willst du einfach kaufen? Ich mache ja noch einen Heli-Schuppen auf. Helion, wie die Schuhe vom Schauspieler? Du kannst uns bestimmt eine besorgen. Ja, die neuen Air Jordans, ne? Ja, auch so Fly. Mann, der hat aber einen richtigen Dunkin' Donuts gemacht. Wieso, die heißt Schwabblerings. Wir waren letztes Mal nur Rebella. Mila hat im Pool geschissen. Ui. Ja. Hat eine Fahne reingemacht. Schwabbel geht da schon mit so viel Chlor rein, dass es überhaupt benutzbar ist. Ich bin drin, hat so viel Schweiß drin, es juckt eh nicht mehr, was alles drin rumfliegt. Da ist mein Fahrrad reingefallen. Mein Papa hat die Villa damals gehört. Ach, das ist so langweilig. Echt? Wer ist denn das? Manfred Lynch. Achso. Das ist mein Vater. Hier ein Hotelzimmer. Wo denn? Kann heute irgendwas passieren, bitte? Kann irgendjemand abfangen? Schwabbel, Digga, du bist so ein ADHS-Kind, Digga. Digga? Das ist insane. Was? Echt? Erzähl mal warum. Ganz einfach, weil du ein ADHS-Kind bist, Kollege. Ja, hallo? Du bist ein Junge, ich kauf dir beiden Beine mit einer Schnur, Junge. Dann kannst du hier anfangen, die ganze Zeit zu schlafen. Okay, gern mal die Beschäftigung. Ich dir noch einen Diamanten. Ballen tschüss, Schnur, ich schlaf gut. Chat Mude, kein Zinkpäckchen. Aber das wird Schwabbel nicht checken. Ich beleidig doch Schwabbel den ganzen Tag nur, ne? Nein, klar. Nur wenn du hier bist. Ich hol mir jetzt Bubblegum Chips, tschüss. Was? Was für Dinge? Bubblegum Chips. Das ist eklig. Ja, aber was? Solltest du mal lieber eine Zahnbürste kaufen? Nimm dir einen Zug. Nimm dir eine Brücke. Kann er wenigstens noch das Kinderticket nehmen. Wir haben lange nichts mit dem Unicorn gefunden. Die Frau war von bei uns. Ja, was hast du mit der Frau wieder gemacht? Lass mal Geisternamen starten. Sollen wir? Ist ja. Nicht mehr sollen wir die bitte jeden zweiten Tag machen? Lass mal Wochenende Geisternamen machen. Dann zeigen wir mal, wie das richtig läuft. Aber wir Geisternamen Donnerstag? Ja, lass jetzt nicht drüber reden, lass vorher klären. Pfiff ihn vorher. Nee, das pass auf, aber ich hab eine gute Idee. Wir machen einfach eine Geiselnahme, aber anstatt, also so ein bisschen auf Kiez 187 angelehnt, aber wir nehmen einfach den Kiez und die 187 als Geiseln. Oh, ja. Lassen wir die gegeneinander kämpfen! Ja! Ja. Und dann gibt's Preisgeld! Nein. Ah, schade. Wir bekommen doch kein also Geld. Also bei Preisgeld hört das Spaß auf, Kollege. Ihr seid nur am Helden. Gar nicht. Wir sind am Helden. Der Gewinner kriegt das Hotel. Hallo in Los Santos, ist alles cool. Ey, stimmt, der Gewinner kriegt das Hotel, das wäre ja wild. Los Santos ist all good, Junge, ist easy. Ja? Man kann ich ihn jetzt abschleppen? Ja, du musst da rein und musst einen Schlüssel holen. Aber die Tür ist so. Schau nochmal Abschlepper an. Was willst du nur abschleppen? Boah, ich könnte dich jetzt so zerreißen, ne? Erzähl mal. Ja. Meine Frau ist auf der Zunge. Ja, komm, ich bin hier nur der Abschlepper. Ich hab kein Mitleid. Ja, das ist Respekt, ich will kein Breiter, wir sind am Kuscheln. Bah, stinkt das nach Schuhen. Ja, wann gibt es denn eigentlich nächste Grillparty? Ja. Ja, ihr habt doch einen Villa, lasst du Bohrbilder machen. Achso, aber ey, wir brauchen noch für ein paar Tage ein bisschen Verstärkung. Hm? Ja, wir müssen aufstocken. Ja, wir müssen auffüllen. Dann geht's zum Pennerpark. Stadtpark. Ja, eben. Da stehen ja schon welche mit Bewerbungen in der Hand. Nee, da stehen solche Checkscreens, Alter. Der Hund ist doch voll geil. Fluchtgangfahrer. Was hast du denn gegen Jax, Junge? Nein. Wo ist der? Junge, ich glaube, der wurde umgebracht, ne? Junge, sag, die wird ist. Wie, der wurde umgebracht? Ich hab den schon lange nicht mehr gesehen. Nein, Bruder. Vielleicht hat er sich totgearbeitet. Doch, nach der Sache mit dem Logen verpetzen, mit dem Bademeister ist der nicht mehr aufgetaucht. Ja, und der hat sich überall Geld geliehen. Der kleine Ellenhaber. Der ist rumgefahren und aus Versehen ins Wasser gefahren. Ich glaube, der hat sich oben einfach mit den Weedpflanzen angefreundet und führt jetzt ein Leben mit denen so im Frieden und so. Der steht da einfach. Bald hat der eigene Sendung auf D-Max. Ui, Outback. Ja, die Audi-Akt. Und auf einmal siehst du den neuesten Folge von Goldrush in Alaska, Junge. Aber das Wochenende echt mal Geiselnahme starten. Ich mach gar nichts. Junge, ich will 187 als Geiselnahme nehmen. Was hast du denn mit denen schon wieder?
Junge, die haben letztes Mal meine Alte eingepackt, Digga. Gestern? Ja! Wollt der Geiselname Meisenmame machen, Junge, packt er die Alte ein. Boah, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ja, boah, das Problem ist, dass meine eigenen Leute hat sich aber ganz drauf entschuldigt. Also, so an deiner Stelle würde ich da mit Waffen einreiten und mit all deinen Leuten. Ja. Und mit Cousins. Ja. Ja, genau. Aber leider sind die Yadis ja jetzt demokratisch geworden. Die wird ja nicht mehr das gemacht, was ich möchte. Ich bin immer drüber abgestimmt. Nimm den Zug. Ja. Guck mal, so reden die mit mir, Curtis. Siehst du das? Ja, du hast einfach keine Führungs... Habe ich auch einfach nicht. Um 22:12 fährt einer, kannst du ja. Habt ihr kein Obergeschoss? Aua. Nee, das haben sie abgerissen. Aua. Ja, keine Ahnung, das Obergeschoss haben sie irgendwie oben abgesetzt und irgendwie neben das Haus gestellt. So, aha. Ich sitze da noch im Obergeschoss, aber was dazu sagen habe ich nicht mehr. Hä, du sitzt doch schon im Dachgeschoss. Warum setzt du dich nicht mit Logan am Tisch und klärt doch Sachen? Nee, ich rede nicht mehr mit dir. Die wollen nicht mit uns reden. Also, Real Talk. Ich will ja mal eine Runde schaffen. Boah, wer schmatzt da so? Du hässlicher, ne? Easy, ne? Ah! Sollen wir nicht wieder umfahren? Ich finde, das ist auch noch witzig, Easy, ne? Ja, die fahren was, wieder um. Ich glaube, du sollst mal eine Runde brennen. Besser ist, oder? Oh, hau den damit. Oh, der hat Knaller. Was denn du den Knaller her? Du brauchst zu schmatzen, du Bastard. Das ja, Bastard, sag mal. Ja. Ich will auch einen Knaller. Der ist der erste Fehler, Easy. Wo ist der Knaller her? Den musst du aber irgendwann werfen, sonst explodiert der, ne? Nein, alles gut. Gleich liegt er. Ich war schon mal 4 Wochen HSV-Hooligan, alles gut. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen. Nur der HSV. Hab ich Teilzeit mal gemacht drüben, als Ferienjob. Das ist jetzt aber frech, was du jetzt sagst. Hab ich von Bremer zusammengetreten. Aua. War das noch in der ersten was? Liga oder schon in der zweiten? Ja, schon beide. Ah, ja. Immer in den Sommerferien. Jutermann. Ich hab die schon gefeiert, da haben die noch auf der Hundewiese gespielt. Hm? Wann war denn das? 2-3 Jahre her. Da waren die noch Straßenmannschaft. Die wilden Kerle waren das. Da haben die nur auf Asche gespielt. Oh. Ui. Nach dem Spiel gab's Freiwillig. Weißt du, dass der Franco auch noch bei denen gespielt hat? Weiß nicht, vielleicht ein Tor. Oder als Trainer. Hallo. Trillerpfeife. Das war der Main-Hooligan, Junge. Nix Papiermacher am Kreis stehen. Scheiße labern. Ja. Boah, sollen wir gleich schon eine Daisy-Permis gehen ein bisschen? Weiß nicht. Nee, ich glaub nicht. Chat, was sagt ihr? Das ist... Boah. Boah, Mila, kannst du dich nicht zurückhalten? Mila. Das ist ekelhaft. Was raus muss raus, hat mein Papa immer gesagt. Oh, kannst du, wenn du das nächste Mal rülpst, in den Streuern pusten dabei? Dann kommen Blubberbläschen. Okay. Wer ist denn mit der orangen Hose? Dann hast du Kohlen. Ja, alles gut bei dir. Dave, ja. Spaß haben. Hallo, was machen wir? Der Mord tunt jetzt noch den Jugula. Ah, Jigubigule? Jigubigule? Warum kauft den 6x6? Das ist voll hässlich. Nein, voll geil. Aber why? Ultra geil. Geiles. Why? Das wäre eigentlich ein guter Move, wenn wir unsere Jugulas alle krumm purple machen. Warum schreist du? Ja, das ist ja das Ziel. Wo ist Schwabbel, der Ficker? Da. Hallo. Halt, das Schwabbel. Ja. Kannst du den Jugula tunen hier, ja, bitte? Fahr den schon mal rein. Gut. Also immer meine Frage, wie sind die Bewohner so drauf? Was sagen die eigentlich zu meinem Wort? Die sagen öfter mal Fotze, aber sonst sind die ganz okay. Wie viele Minuten brauche ich zum Strand? So Fußweg? Oder fährt ein Bus? Das ist wichtig. Dennis, wie viele Minuten braucht man zum Strand? Ach, 3 Minuten Fußweg. Dann zwischen den Hochhaus? Habt ihr auch ein Fitnessstudio oder sowas? Oder Outdoor-Fitnesspark oder sowas? Nö. Was sagst du mir zu meinem Wort? Ui. Der ist wild. Habt ihr wenigstens einen Pool? Ja. Ist der sauber? Ja, also. Aber ich kann nicht schwimmen, hab da wenigstens Bademeister. Kann sein, dass da eine Zutung drin rumschwimmt. Bademeister haben wir. Ah, perfekt. Mila, und damit bist du zufrieden? Womit? Scheiße. Du hast echt niedrige Ansprüche, kann das angehen? Hä, was? Womit? Mila, red nicht mit denen, die sind dumm. tut mir leid, ich darf nicht mit euch reden, weil ihr dumm seid. Du sollst doch nicht mit sowas spielen. Ich darf auch nicht mehr mit euch spielen.
Die haben extra einen neuen Ball gekauft. Der lesbisch ist. Oh, aber die haben einen neuen Ball gekauft. Nachdem du den letzten auf dem Dach geschossen hast. Kriegen wir mal runter. Zu Basomila. Brauchen wir Dachdecker für? Kennt ihr da welche? Da fallen mir so ein paar ein. Ich kann immer die Vollifahr anrufen. Die kennen sich damit tatsächlich ganz gut aus. Ja, hier habe ich auch schon versucht anzurufen, aber keiner reicht. Die Bewohner aus dem Barrio könnte man auch noch fragen. Ratti, ich hab dich nicht getötet. Du bist gestorben wegen einem Bug. Du Lügner. Hey Curtis, und was macht ihr jetzt bei euch im Park? Wir haben aus dem Park einen Freizeiterlebnispark gemacht. Da kannst das ist doch alles angemeldet. Ihr seid einfach Werbung. Nur noch ein Schatten eurer selbst. Ich frag dich immer noch, mit wem soll ich jetzt kuscheln, Junge? Ja, warum? Ja, mit uns. Weil ihr Lutscher seid, Junge. Ihr seid richtig Lutscher geworden. Warum Lutscher? Wir haben letztes Mal Bretter verteilt. Ja, wie die 49 Ballers, Junge. Da war voll schwer. Ich drei Leute entschicken. Weißt du, wie schwer das ist, rumzurennen mit Flipflops? Und dabei ohne Hose. Nicht abgeheilt zu werden. Ohne zu stolpern. Ehrlich. Ich hab einen Schuss in mein Popo bekommen. Echt? Ja. Ja. Was hast du jetzt gehabt? Was? Die zeigt dir gar nichts. Du hast doch eine Perle. Ja. Und? Guck doch mal deine gucken, Perle. Nicht anfassen. Junge, ich kann mir doch. Ich kann mir ja so nur gucken, nicht anfassen. Ich kann mir doch einen Schuss runtergucken. Bah, was ist das denn? Was hat das damit jetzt zu tun? Kann guck. Nein. Einmal ist keinmal. Ich hab auch noch mal ein Free Trial. Ekelhaften. Babbel mich nicht voll, Junge. Babbel du mich nicht voll, Fettkopf. Babbel du mich nicht voll, du Fettkopf. Gleich ruf ich meinen Vater an. Ich hol gleich meine 20 Aris. Du hast keine Aris. Hab ich nicht? Nö, du hast doch kein Aquarium. Soll ich das mal hier Mehmet, Ali, Mohammed und das nochmal mal vier erzählen? Hätte ich keine Aris hab? Du hast keine Aris. Ich ruf meine ganzen kurdischen Cousins. Hm? Ich ruf Memo. Ruf, das ist wahrscheinlich auch mein Cousin. Ja, Salamay. Ramo, ja, Salamay. Peter Ramo. Der ist von einem Sohn. Hallo, schreien dazu. Sorry, beruhig dich. Deine Fresse ist ein Brettoralloch. Seh die Kutter aus dem Wetter. Ich ruf die Hamadis. Ui, Memo. Also, und die Hamadinis. Wem rufst du? Doch. Die Hamadinis. Du hast dich den dreckigen Kusch klar, Junge. Ich ruf mich. Ich ruf dich. Wo ist eigentlich der Schreihals, Curtis? Mit Schreihals. Ja, du weißt genau, wen ich meine. Nö. Hä? Verarsch mich nicht, du weißt genau. Mit Schreihals. Ja, Demba, Junge. Ach so. Der hat sich Lego Dings gekauft. Echt? Todesstern von Star Wars. Was 75.000 Teile. Ui. Und da gehen wir gleich helfen aufbauen. Ja. Echt? Krass, kann ich auch? Nö. Warum nicht? Weil du klaust. Klaue nicht. Doch, ihr seid Jackenklaue. Jackendiebe. Und ihr klaut von Kimulu. Langfinger, ihr Rüfer. Genau. Du dummer Mann. Wer die Japaner, wer euren Namen Langfing fangen. Ja. Langfing von Gro, Junge. Soll ich die mit ist? Junge, was stöhnst du so? Mila macht Brummschrei. Jetzt ruf ich den wieder an. Komm, wir gehen im anderen Kreis, der hier löst sich auf. Ja, okay. Gern die Jacke. Wir gehen immer vom Kreis zu Kreis. Hallo. Ja, aber wir reden nicht Hallo. Über die Zahnbürsten. Bubblegum schatzelnäglich. Mhm. Sag das mal dem Easy. Easy ist dumm. Ja. Das stimmt. Ich hau gleich ab. Zur Schule. Mir ist okay. Langweilig. Ich will nach Hause. Ich will da auch nach Hause. TK weiß warum. TK doch, weiß was warum. Was ist denn da schon wieder für ein Meme? Ja, okay, komm, wir gehen. TK ja, weiß TK. Warum. Ja, ich sag dir einfach nur so, TK weiß warum. Ich geh jetzt. Wir haben Gamecube gespielt, ja, komm, lass mit auch gehen. Memo und TK. Ach so. Und dann hat der Memo den Controller weggeworfen und hat gesagt, der TK ist am Mogeln, da ist Böses im Busch. Der TK weiß warum. Ich mach nicht mehr mit TK weiß warum.
Ja. Ruf doch mal deine mitspielen? Freundin an. Nein. Müssen wir abhauen? Darf ich mal mitspielen? Nee. Komm, wir hauen ab. Nimm mich mit, habt ihr vier Sitzer? Nur zwei Sitzer. Ja, Mann. Ich steig ein. Jetzt hör mal den Motor. Warte, nur mal. Warum? Warte. Boah, warum? Warte. Mann! Wie wär's, wenn wir's... Ich glaub, hier geht's einfach nicht. Scheiße. Weil hier sind auch nur Vollidioten, also verhält sich das Auto auch wie ein Vollidiot. Haut rein, meinen aktiven Spritzer. Haut rein, ja. Haut rein, du Drecksjunkie. Klar hab ich damit Teil mitbekommen, aber jetzt das ist kein Thema, was man hier diskutieren sollte. So. Aber ich wünsche dem Bruder alles Gesundheit der Welt. Hm? Ich sagte, mach hier nochmal. Oh. Geld nicht. Hm. Sollen wir ein bisschen Mensch ärgere dich nicht spielen? Aber du ärgerst immer. Mama, bitte. Ich bin nicht deine Mama. Ich bin dein Daddy. Nicht schon wieder. Komm. Ich glaube, der ist an noch. Ja. Boah, der hat funktioniert. Verschossen. Mach du mal. Und auf. Du musst aufschließen. Ja, okay. Okay. Okay.